Hallo da draußen, wir sind wieder live. Man könnte sagen, long time no see. Es war ja gestern erst bei uns soweit. Heute nicht mit DSA, sondern wieder mit einer Runde Witchcraft and Wizardry aus dem Harry Potter-Universum. Denn ich habe im Rahmen der SL-Austausch-Challenge den Lucky herausgefordert und der leitet heute und an den gebe ich dann auch direkt ab. Ja, hallo da draußen auch von mir oder für die, die es nachgucken. Ja, wir spielen heute wieder eine Runde Witchcraft and Wizardry. Und das Ganze mache ich natürlich auch nicht alleine, sondern ich habe mir eine illustre Runde an Spielern rausgesucht. Natürlich nur das Beste vom Besten. Da hätten wir zum einen unter mir den lieben Kako. Hallo, guten Abend. Dann hätten wir unser Gastgeber-Duo heute. Zum einen die bezaubernde Tava, die uns Lucy spielt. Bezaubernd, Dankeschön. Und daneben hätten wir den kultvollen D-Rex, der uns den Sammy spielt. Man lobhudel mir. Und last but not least haben wir unseren glorreichen Werwolf-Spielleiter, den Glowing Shack, der uns Basil spielt. Hallo. Ja, und ja, Witchcraft and Wizardry ist ein ja, selbstgebasteltes System von Rex Steven, basierend auf Powered by the Apocalypse. Der Link wurde auch schon hier im Chat gepostet und ihr findet dann auch alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Und außerdem geht noch ein Dankeschön raus an Markus Weißner, der auf YouTube Fanfictions schreibt und vertont und der mir da eine große Inspiration für war. Und auch dazu findet ihr die Informationen in der Videobeschreibung. Ja, und als letztes noch eine kleine Vorwarnung, ein kleines Disclaimer. Ja, Harry Potter ist ja auch eine durchaus bekannte Welt mit vielen Informationen, die man dazu finden kann, die eben aus den Büchern kommen, aber teilweise auch aus Interviews. Und trotzdem ist es eine Welt, die für ein Rollenspiel halt doch, sag mal, nicht ganz vollständig ist, die an Teilen ergänzt werden muss. Und deswegen ist das, was ihr jetzt hier teilweise mitbekommt, nicht unbedingt das, was ihr in jedem Wiki findet, sondern ich habe mir da die Freiheit genommen, einige Dinge zu ändern. Und das ist dann eben mehr meine Welt von Harry Potter. Also nicht wundern, wenn ihr da ein paar Unterschiede feststellen solltet, falls ihr im Nachhinein mal etwas googelt. Ja, dann ja, mache ich mal ein kurzes Recap, was denn beim letzten Mal passiert ist. Und zwar habe ich es beim letzten Mal geschafft, unsere Gruppe aus Hexen und Zauberern endlich zusammenzubringen. Und zwar haben sich alle zusammen im Zug getroffen, beziehungsweise als erstes haben sich Sammy und Oliver kennengelernt. Man könnte sagen, Sammy ist in Olivers Leben reingetrudelt, wenn man so möchte. Und ja, und da haben sich die beiden eben kennengelernt. Die gute Lucy, die wahrscheinlich so ja, abenteuerlustigste oder eine der abenteuerlustigen in dieser Gruppe, hat sich dann alleine aufgemacht, sich eines Abteil zu suchen und hat dabei auch unliebsame Bekanntschaft mit einer gewissen Evelyn gemacht, die sie nämlich im Zug umgerannt hat, als sie ja, nach einem Abteil gesucht hat. Genau, und dabei ist sie auch in das Abteil von Basil reingefallen, geschubst, je nachdem, wie man das sehen will, der gerade dabei war, sich etwas in Astronomie zu belesen oder Astronomiebücher zu wälzen. Und ja, nachdem dann der Schreck, sag ich jetzt mal, des Umschubsens oder des Umrennens überwunden war, haben sich dann schlussendlich dann doch alle Gruppenmitglieder in diesem Abteil eingefunden. Und es wurde sich munter, sag ich mal, ausgetauscht. Es wurden bestimmte Tiere kennengelernt von Basil, das Chamäleon hat Bekanntschaft mit dem einen oder anderen Spielcharakter gemacht und dessen Schokofrosch. Genau. Und der gute Sammy wurde auch ein bisschen in die magische Welt eingeführt. Es wurde gelernt, was ein Schokofrosch ist. Und es wurde festgestellt, dass er ein unglaubliches Glück bei Bertie Botts Bohnen hat. Also scheint ein Händchen dafür zu haben. Vielleicht sollte er es mal mit Glücksspiel probieren, wenn er da ähnlich gut sieht. genau, und so wurde sich dann etwas ja, die Bahnfahrt, wurde etwas die Bahnfahrt ja, zum Kennenlernen verwendet.
Und kennenlernen ist auch ein gutes Stichwort, denn es gab noch eine, ich glaube zu dem Zeitpunkt noch nicht so unliebsame Begegnung mit einem gewissen Glenn, der wohl nach verloren gegangenen Galeonen gesucht hat, aber dann doch etwas näher den guten Basil gemustert hatte. Und ja, aber zu dem Zeitpunkt noch nichts gesagt hatte und dann von der ebenfalls wieder auftretenden Evelyn, die wohl das Geld gefunden hat, dann wieder aus dem Abteil herausgeholt wurde. Und das war auch der Moment, wo Basil sich schon denken konnte, warum er ihn angeguckt hat, und hat dann etwas von seiner Vergangenheit, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, und von seinen Eltern erzählt und schon so Andeutungen gemacht, dass da, ja, dass seine Eltern vielleicht nicht die nettesten Menschen waren, sagen wir mal so. Genau. Und dann kam unsere Gruppe dann auch in Hogsmeade an, am Bahnhof, wo sie traditionell natürlich von Hagrid erwartet wurden. Und dabei stellte sich heraus, dass Oliver und Hagrid sich schon kannten. Er war nämlich öfter bei seinen Eltern zu Hause, und Oliver hatte auch einen Brief von seiner Mutter für Hagrid. Und ja, kurzerhand hat dann Hagrid auch die ganze Gruppe zum Tee eingeladen später, wenn sie sich eingewöhnt haben. Genau. Anschließend wurde dann die obligatorische Fahrt über den See unternommen und ab in den unterirdischen Hafen von Hogwarts. Und sie wurden dann am Haupteingang von Professor Flitwick in Empfang genommen, den kleinen putzigen Professor, dann in einen Nebenraum geführt hat und ihn zuvor noch ein bisschen, so zumindest grob, was zu den Häusern erzählt hatte. Und sie dann dort alleine gelassen, da noch ein paar Vorbereitungen getroffen werden mussten. Ja, und da kam es dann zu einer erneuten unliebsameren Begegnung mit diesem gewissen Glenn, der, so wie Basil es wahrscheinlich schon vermutet hatte, ihn tatsächlich erkannt hat, nämlich als einen Slughorn. Und er wusste dann auch von seinen Eltern, die eben wohl Todesser waren, und hat ihn damit dann konfrontiert und ihm eben gesagt, dass seiner Meinung nach Leute wie er auf dieser Schule nichts zu suchen hätten. Was dann tatsächlich dazu geführt hat, dass, ich glaube auch zur Überraschung von Oliver, dieser sich getraut hatte, dort entgegenzutreten, zusammen mit, ich glaube vor allen Dingen Sammy war es, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, Lucy hatte sich da ein bisschen im Hintergrund gehalten. Ich glaube, die hat nachher nur ein paar Kommentare abgegeben. Genau. Aber der Glenn hatte dann doch ordentlich Kontra bekommen, womit er nicht gerechnet hatte. Und wurde dann zum Rückzug genötigt, sagen wir so. Könnte sagen, 1-0 für die Gruppe. Und ja, aber danach ging es dann auch schon los. Dann kam nämlich Professor Flitwick wieder und führte unsere Gruppe in die große Halle, wo auch schon der sprechende Hut auf sie wartete. Und ja, dann wurden die Spielerinnen eben und Spieler eben eingeteilt. Und zwar wie folgt. Wir haben Oliver in Hufflepuff. Wir haben Lucy und Sammy in Gryffindor. Und Basil, zur Überraschung des Slytherins und vielleicht auch ihm selber, nicht in Slytherin, sondern in Ravenclaw. Ja, und an dieser Stelle hatten wir dann geendet. Aber nochmal zum Nachtrag oder zur Information für alle. Glenn, der kam ebenfalls nach Gryffindor. Evelyn kam nach Hufflepuff. Und die Freunde von den beiden, Dean und Thomas, wenn ich jetzt das nicht falsch sage, muss ich eben auf meine schlaue NPC-Liste gucken. Und zwar Thomas kam nach Gryffindor und Dean nach Ravenclaw. Ja. Und da steigen wir dann auch mehr oder weniger ein. Und zwar, habt ihr nach der Einteilung in eure Häuser natürlich dann erstmal am Tisch gesessen und gespeist und euch auch so ein bisschen untereinander bekannt gemacht. Bis eben, später am Abend Professor McGonagall das ganze Fest mal, sag ich mal, beendet hatte. Und sie halt nur noch mal so auf ein paar Sachen hingewiesen hatte. Zum einen, dass eben diese, wie sagst du das, diese Telefone
doch bitte nicht während des Unterrichts oder auf den Gängen verwendet werden sollen. Da es im Unterricht würden die einkassiert werden und während auf den Gängen kam es wohl schon des Öfteren zu Vorfällen, dass Leute Trickstufen übersehen hatten und schlussendlich bei dem Pomfrey im Krankenflügel gelandet sind. Von daher, aus sicherheitstechnischen Gründen dürfen die Handys halt nicht benutzt werden. Und genau, das war vor allen Dingen auch nochmal dem Filch besonders wichtig, weil Filch gibt es immer noch. Sieht mittlerweile nur steinalt aus und auch Mrs. Norris hat nicht mehr sonderlich viele Haare. Aber mit seinen Krückstock gestützt durchstreift er immer noch die Flure auf der Suche nach Schülern oder Piefs. Genau. Und das andere, was euch noch aufgefallen wäre, ist, dass tatsächlich einer der Lehrer, zumindest sitzt der am Lehrertisch, ein Centaur ist. In der darauffolgenden ersten Woche werdet ihr dann noch relativ schnell mitbekommen haben, dass dieser Centaur namens... Moment. Tyremus, der Lehrer für Astronomie ist. Und ohne Momento, ich habe auch ein Bild parat. Und genau. Ja, und ich sag mal so, die erste Woche oder die ersten, ja, fast zwei Wochen, die wir jetzt durchgehen werden. Also in der ersten Woche war es so, dass in den Unterrichtsfächern vor allen Dingen viel Theorie gelernt wurde. Also es ist halt so, dass zum Beispiel in Zaubertränke lernt ihr, wie man so grundsätzlich überhaupt einen Trank ansetzt. Wie ist das mit den Rührtechniken? Wie muss ich zum Beispiel, oder da lernt ihr dann auch, wie man eben bestimmte Dinge quasi richtig schneidet oder eben malt. Oder auch in Zauberkunst zum Beispiel werden eure Stäbe behandelt. Also welche Auswirkung hat es, wenn man zum Beispiel einen Drachenkern hat, im Gegensatz zu einem Kern mit Einhornhaar? So, ja. Zum Beispiel ist ein Drachenkern, ist zum Beispiel so, dass der sehr mächtig ist. Also sehr kraftvoll. Das heißt, man kann sehr viel Magie auf einmal freilassen. Allerdings ist es zum Beispiel schwieriger, im Gegensatz zu einem Stab mit Einhornhaar, nur subtil Magie freizulassen. Also das beeinflusst das ein bisschen, wobei auch gesagt wurde, dass es am Ende, also am Ende kommt es dann doch mehr auf den Zauberer drauf an. Das sind Nuancen, die halt vor allen Dingen am Anfang eine Rolle spielen. Aber später tritt das mehr in den Hintergrund und dann kommt es eher auf die individuellen Fähigkeiten des Zauberers an. Und in Kräuterkunde lernt ihr zum Beispiel magische Schädlingsbekämpfung, also der Klassiker. Und ganz interessant, in Verteidigung gegen die dunklen Künste besteht ein Großteil der Zeit daraus, dass man den zweiten Zaubererkrieg, also die zweite Machtergreifung von Voldemort, aufarbeitet. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, wie bei uns Nationalsozialismus behandelt wird. Es geht halt darum, die Schüler zu sensibilisieren. Und deswegen hat man das eben aus Zauberergeschichte oder Geschichte der Zauberei ausgekoppelt und eben zur Verteidigung gegen die dunkle Künste gepackt. In der Hoffnung, dass sich dann halt sowas dann dadurch nicht wiederholt. Ja. Genau. Ansonsten vielleicht noch ein kurzer Abschnitt zu den Häusern, und danach dürft ihr sagen, was ihr in der Zeit noch gemacht habt. Zu der Stimmung in den Häusern. Also man merkt so ein bisschen, dass die Häuser ihrem Namen oder den Idealen, die in diesen Häusern vertreten sind, auch gerecht werden. Zum Beispiel wird Oliver in Hufflepuff festgestellt haben, dass dort eigentlich durchweg alle ziemlich hilfsbereit sind und sehr kollegial. Das heißt, zum Beispiel Hausaufgaben werden halt häufig in Teams gemacht. Man tauscht eigentlich immer untereinander was aus. Und du siehst eigentlich Hufflepuffs selten alleine. Sei es untereinander oder sei es auch mit anderen Leuten. Genau. Bei Ravenclaw wird Basil festgestellt haben, dass die grundsätzlich auch nett sind, aber auch sehr strebsam. Also die werden ihrem Namen da auch gerecht.
Es gibt nämlich so ein Sprichwort, ob das jetzt abwertend gemeint ist, muss man halt ein bisschen gucken. Einen Ravenclaw findest du immer am Schreibtisch. Und das ist tatsächlich so, du findest die eigentlich häufig entweder am Schreibtisch oder zumindest mit einem Buch in der Hand. Und Schulthemen oder eben weiterführende Themen sind auch häufig Gesprächsthemen unter Ravenclaws. Aber manchmal eben auch zwischen Ravenclaws und zum Beispiel Hufflepuffs oder eben auch Gryffindors. Und bei den Gryffindors werden Lucy und Sammy festgestellt haben, dass auch hier Hilfsbereitschaft und ja, Freundlichkeit definitiv ein hohes Gut haben. Allerdings merkt man auch, ich meine, ob ihr dann auch in diese Kategorie fällt, müssen wir dann gleich mal gucken, dass auch ein gewisser Hang dazu besteht, sich vielleicht manchmal etwas größer zu machen, als man eigentlich ist. Also, ich sag mal so, jeder zum Beispiel wird sich, oder die ganzen Erstklässler freuen sich eigentlich fast alle auf Flugunterricht. Aber man hört doch mehr Stories von den Gryffindors, wie toll sie doch schon auf dem Besen sind. Oder wie sie Muggel-Helikoptern entkommen sind oder so. Also das merkt man schon so ein bisschen. Und ja, ich sag mal so, vor allen Dingen Glenn sticht da bei euch definitiv heraus. Also der steht gerne im Rampenlicht. Besonders mit seiner schicken Phönixfeder, mit dem Wappen seiner Familie. Die übrigens auch gleichzeitig ein... wie soll man das jetzt hier, eine Feder ist, also ein Füllfederhalter quasi, also mit der kann er also quasi auch gleichzeitig schreiben und die scheint auch irgendwie verzaubert zu sein, denn wenn ihr dann mal so ein bisschen auf die Schrift guckt, die ist wirklich gestochen scharf, das ist eine unglaublich schöne Schrift, also entweder hat der ordentlich gepaukt, was das Schreiben angeht, oder die Feder ist verzaubert, es gibt nur die beiden Optionen. Ja. Aber so viel mal von meiner Seite aus. Hat denn jemand irgendetwas Bestimmtes, was er in der Zeit so in den ersten, sag ich jetzt mal, knapp zwei Wochen oder sagen wir es ja in der ersten Woche, was er da machen möchte oder gemacht hat? Also, ich hätte natürlich ab und an mal nach meinen Zugfreunden geguckt, aber ich hätte wahrscheinlich die erste Woche damit verbracht, mit meinen Ravenclaw-Kumpels Gespräche über philosophische Theorie der Magie zu führen, um zu gucken, wer jetzt hier eigentlich der Leiter ist. Okay, interessant. Weißt du was, da können wir doch eigentlich auch mal direkt mal einen Wurf machen und gucken, wie philosophisch du denn wirklich bist. Machen wir doch mal bitte eine Wissensprobe. Dann gucken wir mal. Ein D6, gell? Das sind immer zwei. 2d6 plus das, was du eben in das Wissen, glaube ich, dann hast, ne? 7. Okay, das ist ein partieller Erfolg. Ich würde in diesem Fall tatsächlich, normalerweise dürftest du mir jetzt Fragen stellen. Wir handeln das jetzt aber einfach nur so ab, dass du schon, ich sag mal so, du hast ja ein grundlegendes, auch gutes Wissen. Du hast ja schon viel gelesen. Aber du merkst, dass es dann doch noch den einen oder anderen gibt, der scheinbar entweder Zugriff hatte zu einer größeren Bibliothek als du oder der tatsächlich noch mehr gelesen hat als du. Also du merkst, du bist so im Mittelfeld, würdest du so sagen, von den Sachen. Also es gibt Leute, die, ja, die haben dann doch noch ein bisschen mehr drauf als du. Aber du fühlst dich jetzt auch nicht so, dass du gar nichts wüsstest. Also dass du dich so wert hinterher fühlst. Ne? Ja. Ja. Also noch was? Ja, wie gesagt, ich würde halt auf die Art und Weise auch die Leute kennenlernen. So. Wen es denn sonst noch so in Ravenclaw gibt. Genau, also eine Sache, die dir definitiv auffällt, ist, dass Dean dir auch nicht so, also der ist nicht so stark wie Glenn, so abweisend, aber er ist jetzt, ja, du hast schon das Gefühl, dass er dich eher meidet. Genau, das fällt wahrscheinlich auch den anderen so ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob du dann irgendwas dazu sagst, warum du, also ob du den zum Beispiel offenlegst, warum du vermutest, dass er dich meidet, oder ob du da nicht so wirklich drauf eingehst. Also wenn zum Beispiel jetzt hier dein Nachbar Ansel dann so fragt, Basil, sag mal, ist irgendwas zwischen dir und Dean vorgefallen?
Ich denke, das könnte mit meiner Familie zusammenhängen. Aber Schlackhorn. Mehr. Ja. Ah, okay. Hm. Gut. Ja. Ja, also du merkst, Ansel ist, also Ansel Stripes heißt er, ist dein Bettnachbar. Ist auch in, also ist Halbblut. Der gibt tatsächlich nicht sonderlich viel auf. Also der kennt deinen Namen, so Slughorn, klar, wurde ja auch gesagt, so, ne? Aber zum Beispiel hat der keine großartige Verbindung zu deinem Haus. Also der weiß höchstens, dass dein Onkel halt Mines Liverin, der Hauslehrer war und lange Zeit halt von Zaubertrank unterrichtet hat. Aber ansonsten interessiert ihn das tatsächlich nicht. Und nicht weiter. Aber der unterhält sich gerne mit dir über philosophische Themen. Also das ist an sich auch ein sehr netter. Jo. Also ich belasse es dann auch dabei. Mhm. Wenn er nochmal genauer fragen würde, würde ich es ihm schon erklären. Aber solange er sich nicht dafür interessiert, sehe ich da auch keinen Grund, ihm das genauer zu erklären. Dann rede ich doch lieber über Astronomie mit ihm. Ja, da definitiv. Also Astronomie, da redet er gerne mit dir drüber. Ja, wie sieht es bei den anderen aus? Sammy hätte versucht... für ihn ist das ja alles komplett fremd, komplett neu und so, jetzt sind alle Kontakte, die er auf der Zugfahrt gemacht hat, mit Ausnahme von Lucy weg, deshalb wird er wahrscheinlich auch die meiste Zeit versuchen, so mit Lucy abzuhängen, einfach weil er die schon kennt und die war jetzt nicht total scheiße zu ihm. Das ist nett, danke. Und er würde natürlich versuchen, um Glenn und so einen großen, einen größtmöglichen Bogen zu machen, weil die waren nicht so nett. Mhm. Und bei den anderen, er wird halt mal versuchen, die so abzuchecken, einzuordnen. Wem geht man eher aus dem Weg? Bei wem kann man vielleicht mal die Hausaufgaben abschreiben? Mhm. Und halt auch versuchen, zumindest erstmal so noch ein paar grundlegende Sachen über diese Zaubererwelt zu lernen, weil er versteht zum Beispiel diese Rivalität mit Slytherin überhaupt noch nicht und so einen Kram. Mhm. Ja, zu Lucy kann ja Lucy gleich selber noch was sagen. Also du wirst zum einen merken, dass natürlich eben Thomas und Glenn ähnlich wie das bei Dean in Ravenclaw ist, die sind dir jetzt nicht komplett, also ich sag mal so, die mobben dich nicht, aber die beäugen dich, also die meiden dich eher oder beäugen dich eher so ein bisschen. Also wirst du da wahrscheinlich ebenfalls etwas Distanz halten. Und der vierte quasi bei euch da im der Gemeinschafts- im Schlafsaal ist dann, jetzt muss ich kurz gucken. Thorn? Genau. Thorn? Genau, Thorn Locket. Und Thorn Locket ist tatsächlich auch ein Vollblutmagier. Und ja, der würde sich dir definitiv, wenn du, also der ist auch, ist ein relativ netter, ebenfalls. Leistet sich mit Glenn aber da tatsächlich gerne mal so einen Wettstreit darüber, wer die beste Quidditch-Geschichte hat. Und eigentlich nach dieser ersten Woche, du weißt jetzt eigentlich schon alles über Quidditch. Also, Chudley Cannons sind sein Ding. Der war auch häufig mit seinem Vater bei den Spielen. Und ja, also ob du es willst oder nicht, du kannst mittlerweile die halbe Mannschaft, weil das ist eigentlich jeden Tag Thema bei ihm. Der hat tatsächlich auch seine eigene Bettwäsche mitgebracht. Und dann sieht er komplett Chudley Cannons Bettwäsche an. Ja, dann wird er wahrscheinlich auch Sammy schon auf das erste Quidditch-Spiel, wenn es denn dann stattfindet, richtig neugierig gemacht haben. Und Sammy findet es ein bisschen unfair, dass Erstklässler nicht in die Mannschaft dürfen. Ich meine, er ist noch nie geflogen, aber er ist vollkommen überzeugt von sich, dass das total sein Ding ist und dass er der beste Spieler sein könnte, den die Mannschaft haben könnte. Ja, also wenn ihr dann beide darüber auch so redet, dann schauen sonst die, ja, weißt du, dann wirst du Jäger und ich werde Treiber und zusammen führen wir dann Gryffindor zum Quidditch-Pokal und dann haben wir den Hauspokal sowieso schon in der Tasche. Und spätestens, als er dann erzählt hat, dass vor vielen Jahren ein gewisser Harry Potter als Erstklässler in die Mannschaft gekommen ist, findet er das noch viel unfairer, dass Erstklässler das nicht dürfen. Von dem hängt übrigens gerade aus der Zeit
Tatsächlich auch Bilder im Gemeinschaftsraum. Natürlich. Ja. Ja, Lucy. Hängst du denn auch mit Samuel rum, oder? Also, Jo, der kennt halt die ganzen Geschichten noch nicht, dem kann man dann immer so schön lang und breit alles erklären. Außer Quidditch, das kennt er jetzt schon, das merkst du relativ fix, da ist er, der hat er aufgeholt. Es sei ihm gegönnt. Es darf auch jemand anderes mal reden. Also, es ist ein typisches Kennenlernen, erstmal von den anderen mithören. Sie wird sich allerdings bei vielen zu abstrusen Geschichten nicht so einen leicht unnetteren Kommentar verkneifen können. Also ja, bin ich von den Helikoptern der Muggel weggeflogen. Ah ja, und direkt in die Rutsche, in diese Blätter oben rein. Mhm. Sieht man. Ja, eindeutig. Ja, damit ziehst du dann sowohl Thorn als auch gelegentlich Glenn so ein bisschen den Stecker. Kriegst du allerdings auch von beiden böse Blicke dafür. Grins. Wobei Glenn merkt sich das dann eher, der ist ja noch länger beleidigt bei sowas. Thorn ist auch so eine, ja, ansonsten eher so eine wirklich Frohnatur, so der hat das dann auch relativ schnell wieder vergessen. Auch, dass er dir vielleicht die Geschichte mit dem Helikopter dann zum dritten Mal erzählt, aber... Und sie wahrscheinlich jedes Mal abenteuerlicherer wird. Warst du nicht beim letzten Mal noch... Genau, so ungefähr läuft das ab. Aber ansonsten ist es bei dir im Mädchenschlafsaal tatsächlich eigentlich recht harmonisch. Also, da gibt es jetzt niemanden, der irgendwie Abneigung gegen den anderen hat. Oh mein Gott. Das kommt das noch, dafür sind die noch zu jung. Ja, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, was ist hier falsch? Ich entschuldige mich bei irgendwelchen weiblichen Zuschauern, die sich jetzt ungerecht behandelt fühlen. Ich meine, das ist ja... Die männlichen Studenten, Schüler kommen ja auch in die Pubertät, so ist es nicht. Da kommen wir dann noch zu. Oder irgendwann vielleicht mal. Deine Bettnachbarin ist Megan Grant. Das ist tatsächlich eher eine schüchternere. Also, du bist dir relativ sicher, die ist nicht unbedingt wegen ihrem Mut in Gryffindor einsortiert worden. Aber ja, sie, das ist tatsächlich eine, die sucht eher deine Hilfe, also deine Nähe, so, also, ne, du warst quasi so, ihr seid dann quasi zusammen da hingegangen, habt Betten bekommen, seid Bettnachbarn und das ist dann jetzt so, mein Bettnachbar ist mein Best Friend. Und, ja, also die hängt dir tatsächlich, die läuft dir auch gerne hinterher, also die sucht deine Nähe, aber ist deswegen auch sehr loyal, also, wenn du dann in irgendwelche Wortgefechte oder so kommst, die unterstützt dich immer, auch wenn sie nicht weiß, ob du recht hast. Sehr schön. Besser als der Creep, der hinter mir steht. Ich würde alles für dich tun. Alles. Nee, so nicht. Aber die bewundert dich halt auch, dass du eben auch zum Beispiel in einem Glenn, der eben doch sehr, sehr für manche anderen Schüler auch eher bewundernswert und imposant wirkst, stelle ich mir zumindest vor, dass Lucy dem auch gerne mal Kontra gibt. Ja. Auch wenn sie nicht recht hat. Sie. Ja, genau. Das bewundert sie halt und deswegen... Und vermutlich ist sie gerne in deinem Schatten. Vermutlich hat sie von ihrer Mutter oder generell so ein paar zu viele Gesetze aufgedrückt bekommen und aufgeschnappt. So. Gibt's da nicht irgendwie so einen Paragraphen dagegen? So in Rotorblätter fliegen unpraktisch? Ja, da sind dann sowohl Gran als auch Thorn dann immer überfragt. Was haben sie sich die Gedanken gemacht? Wahrscheinlich ärgert sie sich, dass sie sich das gemerkt hat. Ja, wahrscheinlich. Wie sieht es denn aus in Hufflepuff? Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass Oliver auch zunächst mehr die Nähe von seinen Zugfreunden gesucht hat. Allerdings halt auch zwangsweise halt bei sich irgendwie Zeit verbringen sollte und müsste. Ihm klingen da immer quasi die Worte seiner Mutter auch nach, kurz bevor dann beide angefangen haben zu weinen. Ich denke mal, dass er sich sehr, sehr schwer tun wird am Anfang, weil er ist ja nun mal sehr, sehr schüchtern und eher der ängstlichere Typ. Aber ich kann mir das vorstellen, wo du das gerade so beschrieben hast, dass es gerade bei der Hausaufgabensituation dann mal zu so einer Szene kam, wo ich dann alleine an so einem Tisch erstmal saß und dann die Aufgaben so gemacht habe, so vorbildlich, wie ich ja bin. Ich bin ja gefühlt ein halber Ravenclaw. Und dann aber halt irgendwie am anderen Tisch ganz groben Blödsinn gehört habe. Und dann habe ich dann einmal parallel zu einem Schweißerbruch meinen ganzen Mut zusammengenommen, der nicht sehr viel ist.
Und habe mich dann einmal so rübergesetzt an einem freien Platz und dann habe ich den Leuten dann so meine Hausaufgaben präsentiert und dann habe ich denen freundlicherweise mal mitgeholfen. Und ich denke mir, dass Oliver immer noch so eine Probleme hat jetzt mit den ganz fremden Leuten. Ich glaube, oder er glaubt auch, dass im Endeffekt die Wahl Hufflepuff schon ganz gut war, weil die ja doch alle sehr, sehr freundlich und zuvorkommend auch sind in der Art und Weise. Mhm. Allerdings, er ist halt nicht ganz, er konnte seine alten Charakterzüge noch nicht ganz ablegen. Also er ist ja immer noch so ein bisschen, immer noch sehr, sehr, sehr schüchtern, bleibt er im Hintergrund, also bei so einer Diskussion, gerade bei Wortgefechten, sollte mal eins aufkommen, dann ist er dann eher wirklich zaghaft im Hintergrund und so. Mhm. Genau. Und was ihn interessieren würde, weil er hat ja auch so einen Schweißausbruch-Moment mit diesem Gryffindor-Saftsack gehabt. Mhm. Und er würde sich mal interessieren, weil die Evelyn ist ja auch bei Hufflepuff. Was das für eine Person ist, weil eigentlich für ihn war ja dieser Typ sehr unsympathisch und aber sie ist ja irgendwie mit dem befreundet oder so. Genau, da würde ich mal gucken, was die da, also wie die sich so verhält, wie die sich gibt. Mhm. Evelyn ist eigentlich, also wirst du sie halt kennenlernen, eigentlich eine relativ nette, also die ist an sich auch, scheint wohl recht hilfsbereit zu sein. Merkst, dass sie aber auch eine ebenso wie du schüchterne Person ist und auch, wie soll man das sagen, bisschen nervös. Also sei es so genau, also da genau redet sie nicht drüber, aber das merkt man ihr schon halt so ein bisschen an, dass sie ein bisschen fahrig ist. Kann natürlich sein, neue Situation, ne? Geht dir ja ähnlich eventuell, dass sie da so ein bisschen nervös ist. Genau, aber also wenn du zum Beispiel da hingehst und mit ihr die Hausaufgaben machen willst und so weiter, macht sie das auf jeden Fall. Sie ist allerdings tatsächlich ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist schon ein bisschen auffällig, dass sie ein bisschen anders sich verhält als die anderen Hufflepuffs. Also sie sucht nicht aktiv die anderen, sondern die Leute macht auch relativ viel alleine. So. Oder sitzt alleine, während zum Beispiel dein Bettnachbar Bryant Beehive, das ist so ein ganz aufgeschlossener. Also das ist auch jemand, der sucht auch. Also das ist so jemand, der kommt zum Beispiel dann zu dir, wenn du dann da sitzt mit den Hausaufgaben. Der setzt sich von sich aus dazu und bietet dir auch seine Hausaufgaben an. Ist auch ganz kommunikativer. Also der kann auch manchmal wie ein Wasserfall reden. So. Mhm. Den du dann eher stoppen musst, wenn Oliver sich das traut. Und er erträgt es einfach, dass der die ganze Zeit klar war. Ja. Das ist dann so ein bisschen nach einem gemeinsamen Nenner stochern. Denn tatsächlich kann das ja Oliver genauso. Es ist halt nur immer sehr speziell. Wenn es irgendwann mal auch vielleicht mal um seinen Flughund geht, wenn überhaupt, sind die überhaupt immer im Raum da überhaupt bei? Oder? Also es gibt nur die Eulerei, wo halt Vögel reinkommen. Ansonsten sind die Tiere tatsächlich im Gemeinschaftsraum. Tatsächlich ist es so, dass für deinen Flughund, das wirst du dann auch gemerkt, gibt es quasi eine Stange. Das siehst du auch, dass die ist bei den anderen Betten nicht, dass die weiter oben ist, sodass sich dein Flughund auch da dranhängen kann. Mhm. Also die Schule ist ansonsten, ausgestattet. Genau, ansonsten kann ich mir halt echt gut vorstellen, dass dann auch über Karl tatsächlich für Oliver halt auch relativ ergiebiges Gespräch dann entstehen kann, weil er ist ja sehr in allerlei Tiere, aber vor allen Dingen halt an den magischen Geschöpfen. Dann komme ich halt von dem englischen Flughund, der ja total langweilig ist, zu einer, weiß ich nicht, zum Beispiel Erschwinderin oder sowas, die halt viel interessanter ist. Und erzählt ja, aber dein Flughund ist tatsächlich außergewöhnlich her. Also vor allem, wenn du den auch so mitnehmen kannst, der vor allem bei den Mädchen, also auch Evelyn, das ist so, und oh, ist der niedlich. Also das löst so definitiv aus. Und Evelyn, die unterhält sich, also das merkst du, da blüht sie dann ein bisschen auf, tatsächlich auch bei Tierwesen. Also das ist so ein bisschen eurer Nenner. Also ich sag mal so, da kannst du ihr so ein bisschen ihre Nervosität nehmen. Also deswegen. Oh. Ich sehe schon, Oliver wird auf Evelyn crushen. Vielleicht. Ja. Und bevor wir dann auch gleich noch ein wenig auswürfeln, was ihr sonst noch so gemacht habt, gibt es eine kleine Unterrichtseinheit, die ich mit euch bespielen will aus der ersten Woche. Und zwar haben dort Gryffindor und Hufflepuff ihre erste Verwandlungsstunde. Ja. Genau. Verwandlung. Ich musste kurz überlegen. Ich glaube, das ist im ersten Stock.
Auf jeden Fall in einem der höheren Stockwerke, nicht im Erdgeschoss. Es wechselt auch irgendwie immer jährlich, also. Und ja, ihr findet euch quasi erstmal alle vor den, ja, vor dem Raum ein. Und tatsächlich ist die Tür, ich sag jetzt mal, die eine ist halt so eine Doppeltür, die eine ist offen. Und das Einzige, was ihr da drin seht, das ist halt so ein Klassenraum, wo vorne das Pult ist. Eigentlich, ich sag mal, so recht ähnlich, wie ihr das tatsächlich auch aus zum Beispiel Muggelschulen kennt. Und es gibt Viererbänke, so mehrere hintereinander und eben vorne auf dem Pult. Und das Einzige, was ihr seht, ist, dass auf dem Pult eine Katze liegt. Ja. Und da strömen jetzt gerade die Schülergruppen eben aus Hufflepuff und Gryffindor hin. Ja, je nachdem, wo Sammy und Lucy so rumstehen, würde ich natürlich ein... Psst, Leute. Gehen wir zusammen an den Tisch? Ey, guck mal. Hallo. Den kennen wir. Oh, du hast mit uns Unterricht. Ach ja, stimmt. Du bist ja bei Hufflepuff gelandet. Ja, ja, ja. Wollen wir zusammen einen Tisch nehmen? Irgendwas in der Mitte. Vorne sitzen immer die Streher und hinten ist man direkt im Blickfeld. Dann gehen wir nicht nach vorne, okay. Ja gut, Mitte. Ich stelle mir das ein bisschen vor, dass Oliver relativ weit vorne steht. Also auch in der Schlange, ich denke mir das immer so erste Klasse mäßig, so wir gehen jetzt alle so nacheinander rein und nicht so bei mir Oberstufe, alle prügeln sich und klötzen sich durch die Tür. Ja, also man merkt dann tatsächlich auch recht schnell, dass natürlich die Gryffindors, also vor allem Glenn, ne, der geht natürlich mit großer, geschwellter Brust mit Thomas hinter ihm und Evelyn halt so ein bisschen im Schatten, geht natürlich als erster rein. Und setzt sich natürlich demonstrativ nach ganz vorne. Ja. Wenn ich es schaffe, relativ weit vorne zu sein, dann würde ich ein Vierer so vorne oder mittig vorne. So. Eben, also irgendwo. So ja, das also, erste ne, Drittel, ja. Du siehst halt, wie Oliver halt ja, im vorderen Bereich sich hinsetzt. Jo, wenn er jetzt nicht unbedingt in der ersten Reihe sitzt, wie das aufgedrehte Karnickel von mir aus. Je nachdem, wie viele Reihen das sind, also so zweite, dritte Reihe oder so. Je nachdem, wie viele das sind. Irgendwann. Ja, es gibt natürlich, sagen wir so, es ist natürlich für unterschiedliche Klassengrößen ausgelegt. Es gibt halt mehr Tische, als Schüler hier sind. So, das auf jeden Fall. Ja. Schnapp mir dann so ein Tisch, der wo man argumentieren kann, dass der in der Mitte ist, aber der eigentlich vorne ist. Ja, vorderes Drittel, wie du sagtest. Ja, vorderes Drittel irgendwo. Ja, den vierten Platz quasi in eurer Reihe nimmt dann auch, ja, die NPC-Namen habe ich noch nicht so gut drauf, damit ich die nicht verwechsel, nimmt dann auch Brian an, der setzt sich quasi dann neben Oliver. Und ihr habt noch so, sagen wir, so fünf, sechs Minuten. Seid quasi ein bisschen zu früh da, weil ihr habt halt schon, es ist nicht der erste Tag, aber ihr habt schon gemerkt, ihr müsst frühzeitig los, um die Räume zu finden, weil es kann mal sein, dass da eine Tür ist, die gestreichelt werden will oder der ihr was vorsingen muss oder Piefs ist mit Stinkbomben unterwegs. Also oder es dauert ja auch, bis man herausgefunden hat, den Rhythmus der Treppen. So, ne? Also es ist nicht einfach, glaube ich, die erste Schulwoche in Hogwarts sich zurechtzufinden. Genau. Ja. Sammy würde einmal Oliver so mit dem Ellbogen anschwimmen. Oliver, hast du etwas Pergament für mich? Ich habe meins im Sturm vergessen. Bestimmt. Kleiner Moment. Und erstmal mal lasse ich meine Tasche so neben den Tisch fallen. Oder haben wir so aufklappbare Tisch, wo man was reinlegen kann? Es gibt unten drunter tatsächlich hier eine Ablage, wo du das reinlegen könntest. Okay, dann kam ich halt recht fix meine ganzen Sachen raus und leg die einmal auf den Tisch. Ja, du hast Glück, hier. Dann gebe ich dir so ein Stück Pergament. Hier, bitte. Dankeschön. Das ist, kennt ihr eigentlich schon Brian? Jo. Das ist Brian. Er ist. Sammy beugt sich vor, guckt dann an Oliver vorbei. Hallo, ich bin Sammy. Ja, ist tatsächlich, der sieht, ja, er hat so ein leicht rundliches Gesicht mit Sommersprossen und hat so, also er hat kein Rot, also nicht so ein rotes Haar wie Weasleys,
aber so ein bisschen rötlicher, so rotbraun würde man sagen. Ja, wirkt ansonsten ganz nett. Hi, ich bin Brian. Ja, habt ihr schon die Geschichten über die McGonagall gehört? Welche genau? Lucy sitzt ganz am anderen Ende, so weit am Rand, dass wenn... Ja. Die ist die Schulleiterin und jetzt macht die dann auch noch Verwandlung und ich habe gehört, die ist ein richtig harter Knochen. Kurz für mich OT gefragt, sitzt nicht irgendwo schon eine Katze auf dem Tisch? Doch, vorne auf dem Pult. Doch, auf dem Tisch vorne. So der richtig schöne Lehrer-Move. Richtig nett, die Frau. Weiß ich nicht. Also, hab jetzt nichts davon gehört. Ich weiß nicht, ob das sah vielleicht ein bisschen strenger aus. Aber weiß ich nicht. Ich, keine Ahnung. Ich kenne auch nur so richtig nur die Lehrer, die wir jetzt halt in der Woche kennengelernt haben. Und halt Hagrid. Haben wir sie denn schon irgendwie mehr kennengelernt? Nee, es ist tatsächlich jetzt euer erster Tag Verwandlung. Also ihr habt sie nur bei der Ansprache kennengelernt. Da hatte sie ja schon die Aura einer Frau ausgegeben, mit die man besser nicht verärgert, sagen wir mal so. Sie hat eine Aura. Also das ist vor allen Dingen für jemanden wie Sammy, der, glaube ich, in seiner Zeit auf einer Muggelschule gelernt hat, Lehrer einzuschätzen. Bei wem kann ich mir was erlauben? Bei wem vielleicht eher nicht? Oder bei wem ist es vielleicht eine Herausforderung, sagen wir mal so. Ja, wahrscheinlich. Und sie gehört eher zu Letzterem. Die erinnert mich an meine Englischlehrerin. Die hat mich öfter nachsitzen lassen. Dann hoffe ich, Mr. Jetzt muss ich gerade nochmal deinen Nachnamen nachgucken. Ja, nochmal deinen Nachnamen. Moment. Mr. Jordan. Dass wir das hier nicht wiederholen müssen. Und er dreht sich um. Genau, und vor dir steht die große Gestalt von Professor McGonagall. Und als du so kurz aus den Augenwinkeln siehst, du, dass die andere Seite der Reihe so mit offenen Mündern dasteht. Und die Katze ist anscheinend verschwunden. Er bekommt eine Herzattacke. Wo sind Sie denn hergekommen? Hätten Sie aufgepasst, Mr. Jordan, hätten Sie festgestellt, dass ich schon die ganze Zeit auf dem Pult lag. Guckt an ihr vorbei auf das Pult. Er zählt innerlich kurz bis drei und schluckt dann blöden Spruch runter, wie das Pult ist viel zu klein oder sowas. Das hat er nämlich gelernt, sowas hat ihm im Englischunterricht schon die eine oder andere Nachsitzeinheit eingebracht und er möchte sich zumindest noch nicht am ersten Tag verscherzen. Bei Lucy zählt sich jetzt so eins und eins zusammen. Mhm. Ja. Brian sitzt auch tatsächlich mit so offenem Mund. Aber es freut mich, Mr. Die Nachnamen immer. Mr. Beehive, dass ich ihren Eltern anscheinend noch in guter Erinnerung geblieben bin. Ja, der guckt weiterhin mit offenem Mund und schreckgeweiterten Augen auf sie und wird kleiner. Ich gucke jetzt so mit offenem Mund und großen Augen sie an und ihn an und dann so ein Oh-oh. Sie ihn? Oh Gott. Oh. Aber lassen Sie sich gesagt sein, meine Damen und Herren, dass mein Unterricht definitiv nicht der Platz für Scherze und Schabernack ist. Und sie stand ja quasi direkt vor ihrem Tisch. Sie dreht sich quasi, macht einmal eine Drehung und geht quasi und stellt sich vor ihr Pult. Meinen Namen kennen Sie ja bereits. Ich bin Professor McGonagall. Ich bin die Schulleiterin hier und unterrichte gleichzeitig das Fach Verwandlung. Wenn sie mit dem Rücken zu uns steht, würde Lucy sich so zu Richtung, wie ist er, Brian? Ja. Rüberbeugen und so die Mundbewegungen machen. Du hattest recht. Also nichts sagen, aber so Mund.
Ja, er nickt nur, aber du merkst, er ist ja so halb versunken, weißt du, so. Er versucht sich einfach klein zu machen und nicht mehr aufzufallen. Er wünscht sich, ja, der Tisch wäre größer. Genau, richtig. Ich würde am liebsten im Boden versinken. Ja, während halt McGonagall ungerührt fortfährt. Die Kunst der Verwandlung ist wahrscheinlich das Schwierigste, was sie in Hogwarts erlernen werden. Sie werden nicht nur lernen, Dinge zu verändern, sondern auf Ebene der Atome neu anzuordnen. Dieses Fach erfordert daher Fleiß und ein Höchstmaß an Konzentration. Denn gerade die Verwandlung bietet großes Potenzial für Unfälle. Daher werde ich eben auch jeden ausschließen, der nicht mit der richtigen Konzentration dabei ist und den vorhin angesprochenen Schabernack versucht. Ich hoffe, ich habe mich hiermit klar ausgedrückt. Und ihre Augen gucken ganz kurz, zischen so ganz kurz zu Sammy rüber und guckt dann quasi mit so einem Blick in die Klasse. Und man merkt auch, also das Geschnatter von vorhin, was so, also vorher die ganze Zeit noch so ein bisschen im Hintergrund war, ist komplett eingestellt worden. Und gefühlt die ganze Klasse ist so ein bisschen kleiner geworden. Also alle sind so ein bisschen kleiner geworden. Selbst so jemand wie Glenn wirkt definitiv beeindruckt, eingeschüchtert. Oder zum Beispiel Evelyn, die hat sich halt auch komplett klein gemacht. Also, ja, genau. Schön Kopf eingezogen. Nun kommen wir aber zurück zur Verwandlung. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass nicht jeder von Ihnen in diesem Fach glänzen wird. Denn Verwandlung ist anders als andere Magie. Sie hat mehr Ähnlichkeiten mit den Naturwissenschaften der Muggel. Es gibt spezifische Aspekte, die eine Verwandlung beeinflussen können. Und dies lässt sich sogar in einer Formel darstellen. Und mit einem Schwung ihres Zauberstabs fängt quasi hinter ihr die Kreide an, etwas an die Tafel zu malen. Wenn ich jetzt das noch auf Anhieb finde, ich weiß, dass ich es abgespeichert habe. Vermutlich viele schöne Kringel und Schnörkel und... Nee, leider ist es wirklich eine mathematische Formel. Und weitere Linien. Komisch aussehende Klammern. Sammy flüstert ganz leise zu Lucy. Ich dachte, wir lernen hier zaubern und nicht Mathe. Dachte ich auch. Ich hab was gesucht. Erzähl doch jetzt öfter mal etwas mathematischer. Uno Momento, dann muss ich das noch einmal kurz. Gerade die Zerlegung von Lebewesen auf Atomen ist doch äußerst kompliziert. Das habe ich mal in einem Buch gelesen. Und was bringt einen diese ganze Theorie, wenn man es in der Praxis nicht kann? Dann kannst du theoretisch alles und praktisch kannst du nichts. Naja, wenn du theoretisch nichts kannst, dann kannst du es auf jeden Fall nicht praktisch. So hast du nur eine Chance, dass du es kannst. Ich krieg das auch so hin. Den ganzen Theoriekram. Langweilig. Solange du nicht mal alle Sachen verzauberst, ist das okay für mich. Schluck so ein bisschen. Na, während ihr dann quasi voreinander hinflüstert, führt McGonagall fort. Genau. Lassen Sie sich in einer Formel darstellen. Und diese Formel wird halt an die Tafel geschrieben und für die Zuschauer. Die Formel lautet T, das steht für die Schwierigkeit der Verwandlung, ist gleich W mal C geteilt durch V mal A und das Ganze eben mal Z. Und es ist so, dass W für die Zauberstabstärke steht, C für die Konzentration, V für die Viskosität, damit ist aber gemeint, wie beweglich ist das Ganze auf molekularer Ebene, A für die Masse des Objekts und Z ist eine unbekannte Variable, wo nicht ganz klar ist, für was die steht. Und ja, genau, das schreibt sie an die Tafel. Und in den nächsten 60, 70 Minuten erklärt sie euch eben diese einzelnen Dinge. Ich habe diese wunderschöne Formel übrigens dann einmal kurz spontan in den Stream eingebunden. Wer
mitlesen genau, möchte. Ist, genau. Und das bestimmt halt eben die Schwierigkeit in der Verwandlung. Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass die Masse, also die, zum Beispiel, wenn es ein größerer Gegenstand ist, erhöht sich die Schwierigkeit. Und das kann dann wiederum ausgeglichen werden, zum Beispiel durch höhere Konzentration. So kann man sich das dann vorstellen. Das, es ist so, dass ich das richtig im Kopf habe, also das ist ja quasi ein Bruch. Und je kleiner die Zahl ist, desto schwieriger ist der Zauber, quasi, wenn man das ausrechnen würde. Und je größer, desto leichter. Genau. Gleichzeitig lernt ihr dabei aber auch eben Sachen über, ja, ich sag mal, als Basiswissen so ein bisschen was in Chemie, also ein bisschen zum Thema Moleküle und Atome, weil ihr das Ganze dann am Beispiel von Streichholz und Nagel durchgeht. Das heißt, was sind zum Beispiel die Unterschiede zwischen einem Streichholz und einem Nagel? Das eine kann zum Beispiel entzündet werden, das andere nicht. Das eine leitet Wärme, das andere nicht. Das ist biegsam. Also sehr viel Theorie. Und ich denke mal, da spreche ich für die meisten von euch, dass euch danach ziemlich der Kopf raucht. Nach dieser ganzen Theorie. Bei Oliver auf jeden Fall auch die Finger, weil der hat sich natürlich alles haarklein mitgeschrieben. Mhm. Ja, Sammy hat noch nicht alle Fächer durch für die Woche, aber der ist sich relativ sicher, dass Verwandlungen ziemlich weit oben in seiner Top-List seiner Hassfächer landen wird. Ja, also es ist tatsächlich auch, ich meine, ihr hattet schon jetzt ein, zwei Fächer. Und zum Beispiel bei Flitwick war das ein munteres Durcheinanderquatschen. Ihr konntet die ganze Zeit Fragen stellen über eure Zauberstäbe und so weiter. Ne? Oder bei Professor Longbottom in Kräuterkunde, da habt ihr auch schon ein bisschen was schädlingsmäßig machen dürfen. Ihr habt euch Sachen angeguckt. Ihr konntet schon ein bisschen was Schädlingsbekämpfungsmäßiges machen. Und hier ist es aber wirklich, ihr hört nur das Kratzen von Federn. Das ist der einzige Mucks, den die Klasse aktuell macht. Außer vielleicht mal so ein ganz bisschen Gewisper, aber dann ein Blick von Professor McGonagall. Und in der Regel ist dann wieder Stille. Naja. Also das Federkratzen würde Lucy auf jeden Fall mitmachen, weil die Formel steht auch fein säuberlich oben. Und auch die Erklärung. Der Rest ist allerdings mit lustigen Kritzeleien und Zeichnungen zu, mit irgendwelchen Quallen, die gegen Steine prügeln. Oder Elefanten, die zu einem Matsch zerfließen. Tatsächlich hat Sammy es nichtmals geschafft, diese Formel lesbar abzuschreiben, denn er schreibt gerade erst seit maximal ein, zwei Tagen überhaupt mit einem Federkiel. Und er kommt damit überhaupt nicht zurecht. Und ja, das ist eine Sauklaue, die ihresgleichen sucht, was er da gerade noch auf Papier schmiert. Und mit richtiger Tinte und zu viel Farbauftrag und dann zu wenig und dann irgendwo ein Loch im Pergament, weil er zu feste kratzt. Und also geforderte Konzentration, die scheitert momentan eher daran, dass Sammy seine gesamte Konzentration zum Schreiben aufbringen muss. Ich stelle mir vor, wenn Oliver schon fertig ist, er hat eher eine Sauklaue, also der schreibt nicht schön, aber halt recht schnell und also alles schnell herunter, sodass er es halt lesen kann. Und dann, wenn er so einen Moment Pause hat, dann setzt er die Feder ab, tropft es ein bisschen runter und dann guckt er in eine Richtung und dann guckt er so zu Brian, der vielleicht schneller am Schreiben ist, an, den lädt er sich ganz leicht nach vorne. Sammy, was machst du denn da? Und so, ich hab noch Pergament, warte. Ich den nochmal so. Feste. So. Und dann, also, Oliver kann es halt nicht gut erklären, aber der macht dir das halt vor, geht das runter, ist was ab und dann so ganz sachte schreibt er halt so. Nicht so und dann macht er so. Also. Wie viel zu feste da? Guck mal. Ich muss das noch üben. Die Muggel, die schreiben nicht mit Federn. Mit was denn? Kugelschreiber. Dauert so mit. Oh. Stimmt ja. Dann beugt sich so Thorn so rüber. Also da wird halt wieder ein bisschen hellhörig, kommt da so ein bisschen wieder aus sich raus. Ich glaub. Oliver, richtig? Sammy, richtig? Ja. Ich glaub, da brauchst du dann einfach eine Feder für Anfänger. Das ist die Professor Longbottom mit mir in der Winkelgasse gekauft hat. Warte mal. Und der kramt dann so ein bisschen raus. Und dann, hier. Und der reicht dir so eine Feder rüber. Und die Feder wirkt so ein bisschen anders als deine. Tatsächlich sind zum Beispiel da so Pfeile.
mit wo, wie du die hältst, quasi. Das ist eine Markierung. Und du siehst, dass quasi das hat so einen, das hat quasi ein Füllfach für Tinte, sodass du das nicht eintunken musst, sondern kannst einfach so schreiben. Wie Tintenpatronen. Damit du halt erstmal, genau, damit du das erstmal überhaupt üben kannst. Hier, das ist eine Schreibfeder, die habe ich benutzt, die sieht auch ziemlich zerrupft aus schon. Damit habe ich schreiben gelernt. Danke, ich probiere es mal aus. Ganz behalten, ich brauche sie nicht mehr, ich kann es ja jetzt. Nicht, dass du, es war jetzt nicht so, und, ja. Und dann guckt McGonagall zu euch so rüber und er verstummt. Da muss Lucy wirklich lachen, zu glucksen. Sammy fühlt sich gerade ein bisschen dumm. Er ist gerade auf sowas wie eine weiterführende Schule gegangen und fühlt sich so, als hätte er noch nie in seinem Leben irgendwas geschrieben. Wie aufs Gymnasium und so, Kinder, kennt ihr den Buchstaben A? Ja. Aber irgendwann wird auch wahrscheinlich Sammy schaffen, die Formel abgeschrieben zu haben, sodass er und vielleicht auch Professor McGonagall das irgendwann mal lesen können. Tatsächlich endet irgendwann auch die, also eben nach diesen ungefähr so 60, 70 Minuten, diese Kakophonie an Theorie, die auf euch einprasselt. Und ja, Frau Gorgel sagt dann, nach dieser doch sehr theoretischen Einführung in das Fach Verwandlung, möchte ich, dass ihr auch noch ein bisschen Praxis gewinnt. Denn es ist zwar so, dass diese Theorie, diese Formel, die ihr gelernt habt, durchaus relevant ist, um einschätzen zu können, wie schwierig eine Verwandlung ist. Und nur wenn man sich vollständig darüber im Klaren ist, diese Verwandlung auch durchführen zu können, sollte man eine Verwandlung auch nur durchführen. Daher ist es auch wichtig, diesen theoretischen Teil in die Praxis umzusetzen. Denn am Ende müsst ihr keine Mathematiker sein, entgegen dem, was ihr vielleicht jetzt denkt, und auch keine Chemiker, sondern ihr werdet ein Gefühl dafür entwickeln, wie ihr die verschiedenen Faktoren einsetzen müsst, um eine erfolgreiche Verwandlung durchführen zu können. Daher teile ich nun Streichhölzer aus und ihr sollt versuchen, diese in Nägel zu verwandeln. Behaltet dabei im Hinterkopf, was wir vorhin gelernt haben über die Unterschiede dieses Materials und versucht den Nagel vor eurem geistigen Auge zu visualisieren, wie er sich anfühlt, wie beweglich er ist, vielleicht auch wie er schmeckt. Aber keine Angst, ich erwarte von keinem, dass er dies auf Anhieb schafft. Ihr seid hier, um zu lernen, und ihr werdet noch Zeit bekommen, diesen Zauber zu üben. Ja, und mit diesen Worten teilt sie Streichhölzer aus. Und ihr sollt diese nun in den Nägel verwandeln. Was die Zauberbewegung angeht, ist das relativ einfach. Ihr tippt dafür einfach nur den Nagel an. Und jetzt lass mich noch einmal kurz gucken, weil das ist keine Zauberformel, die im Zauberbuch steht, also die auf der Zauberliste steht. Haben wir jetzt einen Nägel oder Streichhölzer bekommen? Streichhölzer. So, was? Genau, sollt ihr in Nägel verwandeln. Da haben wir es doch. Genau, und das Wort, was ihr sagt, und der Spruch ist Konmutokus. Ich kann es mal einmal reinschreiben, da wisst ihr es auch. Genau, antippen und Konmutokus. Und ja, das heißt, überall im Raum werden diese Worte genannt. Konmutokus, Konmutokus, Konmutokus. Und ihr dürft alle mal eine Magieprobe machen. Und gucken wir mal, wie weit ihr kommt. Ja, Roll 20. Das draufzählen? Magie, dein
Ja, das wird drauf gezählt. Genau, das, was ihr quasi in Magie habt. 2W6 und das dazu. Okay, schon mal 2 7. Ich will nur 7, hier, ich will auch gut würfeln. Okay. Ja, eine 7. Das heißt, das ist ein partieller Erfolg. Ihr könnt oder ihr müsst jetzt auswählen. Habe ich schon die Magieprobe aufgeschrieben? Habe ich die überhaupt aufgeschrieben? Ah, da unten, ja. Und zwar bei einer 7 bis 9. Du wirkst den Zauber erfolgreich, aber es treten ungewollte Nebeneffekte auf. Wähle 2 Dinge von der Liste. Ein anderer Spieler bekommt einen Zustand, da er versehentlich mitgetroffen wurde. Oder können wir es auch ein bisschen abwendeln, aber auf jeden Fall einen Zustand. Der Zauberer kann einen anderen Effekt haben, als du gedacht hast. Jemand oder etwas wird durch den Zauber alarmiert. Oder dein Zauberstab fliegt aus der Hand und landet in deiner Nähe. Und 2 Sachen davon müsst ihr auswählen. Ich sag jetzt einfach mal, ich würde die jetzt Nummer 2 und 3, also dass irgendwo etwas Unvorhergesehenes passiert und dass jemand aufmerksam wird, weil. Mhm. Ja, können wir ja mit Kako anfangen. Jana könnt ja noch überlegen. Ja, besser gesagt mit Oliver. Ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, dass Oliver sich halt schon versucht, darauf zu konzentrieren, aber gleichzeitig, weil er eben so nervös ist. Konmutokus! Dann so, so ganz zögerlich die Zauberformel nur sprechen und dann da so auch einmal wirklich so halt drauf, also nicht drauf hauen, aber so auch nicht so nett tippt und so, sondern Komotokus. Ja. Ja. Und tatsächlich siehst du, wie dein Streichholz aufglüht. Also es scheint irgendwie magisch was zu funktionieren. Und es sich zwar auch so ein bisschen beginnt, rundlich zu formen. Das sind halt sonst diese viereckigen, rechteckigen Streichhölzer. Sich dann aber anscheinend auf einmal entzündet und ja, so ein bisschen anfängt zu brennen. Mr. Brown, also natürlich, Professor McGonagall wird natürlich angemeldet. Was tun Sie da? Ich habe versucht, das Streichholz zu verwandeln. Ich sehe. Ich denke, Sie waren zu zögerlich mit dem Zauber. Sie müssen den Zauber mit einer gewissen Energie aussprechen. Und möglichst ohne zu stottern, die Zauberformel nennen. Ich greife dann jetzt auf dieses halb angebrannte Streichholz so. Also, ja, du willst ja gerade hingreifen und dann verschwindet das tatsächlich mit einem Wink von Professor McGonagall gezaubert. Im Nichts. Hier, ich gebe Ihnen ein weiteres Streichholz. Versuchen Sie es nachher nochmal. Und ja, was passiert denn? Genau. Achso, willst du noch was sagen? Ja, was passiert denn bei Lucy? Wie gesagt, ihr könnt kreativ sein, was die Effekte sein können. Ich kann mir das überlegen, ihr könnt selber Ideen haben. Liste brauchst du. Zur Übersicht. Ja, ich muss gerade gucken, auf welchem Zettel ich die Zauberprobe habe. Achso, also ist die Aktionsliste. Ich kann es auch nochmal vorlesen, sonst kann ich auch, warte, ich kann die auch einfach reinposten. Einfach mal kurz. Also irgendwas Unvorhergesehenes. Genau, also aufmerksam. Genau, dann dein Zauberstab fliegt dir aus der Hand und landet in der Nähe. Oder ein anderer Spieler bekommt einen Zustand, der versehentlich mitgetroffen wurde. Ich hätte eine verrückte Idee, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht too much wäre. Was denn? Und zwar, sie hätte natürlich sehr vorbildlich Komutokus. Allerdings, das Ding ist jetzt eine Nadel. Aber krumm. Und schwarz. Und hat auf einmal sehr viel Ähnlichkeit mit dem Nackenhaar ihres Vorderpersonen. Aua. So, die Spitzen sind ein wenig nadelig. Also, das heißt, es ist quasi in den Kontakt gekommen mit dem Nackenhaar des Vordermannes. Vielleicht wäre eine Idee, ich weiß nicht, ob es zu viel ist. Wenn nicht, lasse ich mir noch was einfallen. Nö, das wäre dann quasi ein ungewollter Effekt und ein anderer Spieler bekommt dann Zustand. Tatsächlich ist damit aber gemeint Spieler. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass du das entweder bei Oliver oder bei Sammy machst. Das kann ja vielleicht dann auch eher die Hand sein, weißt du? Du konzentrierst dich da so drauf und
Oh mein Gott, ihr kriegt dann so Gel. Vielleicht lenkt dich dann Professor McGonagall ab. Und dann zuckt dein Zauberstab quasi so ein bisschen, weißt du, du konzentrierst dich so. Und dann zuckt Lucys Zauberstab so ein bisschen, weil du halt aufschreckst, als die auf einmal vor dir steht. Ne? So, und ungewollt schwingst du mit dem Zauberstab nach links. Und ja, dieses heiße Stück Metall gerät an Sammys Hand, wenn das für ihn okay ist. Aua! Und Sammy, du bekommst einen Zustand. und zwar, ich würde sagen, injured passt hier am besten, weil du dich ja quasi verbrannt hast. Also quasi verletzt, ja. Oh, ja, sorry! Das war nicht der Plan. Es ist minus 2 auf Körper. Genau. Das heißt, Professor McGonagall dreht sich dann zu euch um. Du sollst mich nicht anzünden! Hab ich auch nicht. Nur ein bisschen. Ah, Miss Young. Ja, es geht in eine richtige Richtung, aber ich glaube, sie waren nicht mit voller Konzentration dabei. Auch sie versuchen es später bitte noch einmal und sie gibt dir auch ein Streichholz mit. Und, Mr. Jordan, wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, er kneift die Augen zusammen und versucht sich vorzustellen, wie so ein Nagel aussieht. Halt schmal, ein bisschen weiter am Ende, spitz und macht dann diesen Tipper mit Konmutokus. Und einerseits macht sein Zauberstab so einen Satz drei Bänke nach hinten. Und dieses Streichholz verwandelt sich nicht in einen Nagel, sondern in einen Dartpfeil. Na, also, genug dran. Sagen, in eine Andeutung eines Darts. Vielleicht in so eine Streichholz, wo vorne so eine Dartspitze und hinten so ein paar Puschelfedern dran sind oder sowas. Ja. Oder ein sehr schlechtes Cosplay. Ja. Genau. Ich stelle mir das gerade so vor, eigentlich, dass du wahrscheinlich, also ich glaube, nach hinten wird schwierig, weil du zeigst ja drauf, aber ich könnte mir vorstellen, dass du zu viel Schwung holst, du dann da drauf zeigst, der Zauber funktioniert, aber du schießt, du schlägst quasi deinen Zauberstab dann so auf, dass der ja vor deinem Tisch, ne, sagst du so, bock, und dann einen deiner Vordermänner so gegen den Kopf oder gegen den Rücken oder so. Au! Und ja, Professor McGonagall guckt dann so, ja, also, Mr. Jordan, ich sehe auch bei Ihnen Potenzial, wenn Sie das nächste Mal Ihren Zauberstab in den Händen behalten könnten, wäre das allerdings von Vorteil. Allerdings, Sie haben ja zumindest die Spitze verformen können, auch wenn ich das Gefühl habe, Sie haben an etwas anderes gedacht als an einen Nagel. Er guckt sich so dieses Streichholz-Dart-Pfeil-Ding an. Das ist übrigens wohl nur noch rot. Also der Nagel ist zwar, ne, dass man sieht, dass es halt Eisen ist, aber es ist halt rot. Weißt du, wie beim Streichholz, die gleiche Farbe. Auch für Sie würde ich vorschlagen, üben Sie in Ihrer Freizeit diesen Zauber und vielleicht auch dir ein Streichholz. Nun gut, aber die Stunde ist auch nun vorbei. Ich erwarte allerdings von Ihnen, dass Sie diesen Zauber üben. Und natürlich erwarte ich auch bis nächste Woche einen Aufsatz über die verschiedenen Aspekte, die die Schwierigkeit einer Verwandlung beeinflussen. Eine Seite Pergament sollte genügen. Tunk. Ja. Und damit entlässt sie euch. Oh Mann. Eine ganze Seite. Wisst ihr, wie lange ich da dran sitze? Ich kann euch ja helfen, wenn ihr nachher noch Hilfe braucht. Schreib einfach groß, das mache ich auch. Klein kann ich mit der Feder auch nicht schreiben. Umso besser, dann fällt's nicht mal auf. Vielleicht solltest du mal in deiner Freizeit ein bisschen schreiben üben damit. Also, so viel Pergament kann ich nicht immer mitbringen. Ja, ich vergesse immer Beehive, jetzt, warum vergesse ich immer die NPC-Namen? Bryant muss, sobald du das sagst, Oliver, so ein bisschen sich ein Lachen verkneifen. Wer solltest du in deiner Freizeit schreiben üben? Glaub mir,
Sammy, du wirst das nach ein paar Tagen hinkriegen mit der Feder. Behalt die ruhig. Das wird schon. Du kannst ja schreiben. Ja. Nur halt. Ja, und mit diesem Bild eines wahrscheinlich etwas säuerlich blickenden Sammys, einer, ja, ich weiß nicht, etwas geknickten Lucy vielleicht aufgrund der Hausaufgaben, und ja, eines, ja, ich glaube, okay oder relativ zufriedenen Olivers, oder? Ja, so halbwegs. Also, so halbwegs. Er findet schon doof, dass es nicht funktioniert hat, aber gut, er hat auch nicht damit gerechnet, dass es funktioniert. Er hat sie ja auch gesagt, ne? Genau. dass das nicht erwartet wird. Ja. Ja, schwebt die Kamera so ein bisschen raus und wir gehen gleich tatsächlich ans Ende der zweiten Woche und da werden wir dann von ganz von vorne an auf einen Freitag beginnen, also mit Aufstehen, Frühstück und so weiter. Allerdings in der Zwischenzeit würde ich gerne von euch einmal eure, gut, die sagen das Downtime Moves, nennt ihr das im Regelwerk, also quasi den Wurf machen, was ihr neben den Unterrichtsfächern so macht. Es gibt ja hier bei diesem System tatsächlich verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Würfe, die darstellen sollen, was die Hexen und Zauberer außerhalb des Unterrichts machen. Also zum Beispiel sowas wie Socializing oder Clubs gehen oder Magie trainieren oder studieren. Und ich glaube, da hattet ihr euch auch alle schon mal etwas rausgesucht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß es zumindest bei Lucy und bei Sammy. Ja, Sammy würde weiterhin versuchen, Kontakte zu knüpfen, Freundschaften zu schließen. Er würde wahrscheinlich auch dann so beim Essen, ich stelle mir das vor, es ist wahrscheinlich immer noch, dass jedes Haus so seine eigene Tischreihe hat. Ja, aber da kann ich vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Das ist ein bisschen aufgeweicht. Mhm. Also es ist tatsächlich so, wenn ihr dann nach diesem Festmahl quasi zum ersten Mal dann danach in die große Halle kommt, die Schüler sitzen komplett durcheinander. Also an dieses Tischding halten sich die wenigsten. Du siehst halt Grüne mit Blauen umhängen und so weiter und mit Roten, ne? Und Gelben. Also das ist alles gemischt. Also ihr könnt euren eigenen kleinen Spot haben, wenn ihr das wollt. An einem Tisch, wo ihr immer hingeht quasi, wo ihr euch immer zum Lunch oder so trefft. Ja, also er hätte dann halt auch gezielt versucht, seine beiden ja, Freunde aus dem Hogwarts Express irgendwie weiter beim Essen zumindest zu treffen. Lucy ist ja sowieso immer mit dabei. Halt auch Bryant war es, glaube ich, ganz stolz erzählen, dass das mit dem Schreiben viel besser passt mittlerweile, so nach 2 Wochen Training und also so versuchen, mit möglichst vielen Menschen irgendwie Kontakt zu kriegen, um irgendwo einen Anschluss zu finden. Das heißt Social Activities. Ja. Genau. Genau. Beschrieben wir das mit Hanging out with friends, going on dates and being social in general. Genau. Du darfst 2d6 würfeln und dein Herz dazu rechnen. Mhm. Gucken wir doch mal, was du bekommst. Ja. Wahrscheinlich ist es dann tatsächlich so, dass du ja nur tatsächlich so ein bisschen in deiner Gruppe bleibst. Also du schaffst es tatsächlich, niemanden irgendwie so groß neu kennenzulernen. Wahrscheinlich ist das auch mit dem Schreiben so ein bisschen, was dich dann eher einnimmt, ja. Dass du halt merkst, also die geben die Hausaufgaben auf und du bist so langsam beim Schreiben noch und ne, da bleibt dann vielleicht nicht ganz so viel Zeit, wie du es erhofft hast dafür. Aber immerhin die Truppe vom Hogwarts Express bleibt bestehen. Ja. Genau, da sowieso. Ja, Lucy, ich glaube, du wolltest Magie trainieren, ne? Mhm. Ja, Hausaufgaben macht sie auch, aber das ist dann immer ein größerer Krampf. Sie braucht mindestens genauso lange wie Sammy, aber nicht, weil sie nicht schreiben kann, sondern weil sie keine Lust hat. Ja, ich sehe mir da, wie er dann zu zweit da drin sitzt. Ich will nicht. Ja, dann mach doch mal einmal 2d6 plus dein Magie und dann gucken wir mal. Wie erfolgreich du beim Zaubern lernen bist. Natürlich total super. Ich weiß gar nicht, warum du fragst. Ja, natürlich. Ich bin total eine gut. 8. Ja, vielleicht übst du ja sogar ein bisschen Verwandlung, wie Professor McGonagall es euch aufgetragen hat. Denn was du jetzt machen darfst, ist bei einer 8
Darfst du einen Spell von deiner Liste austauschen mit einem quasi, den du nicht auf deiner Liste hast. Wenn du das möchtest. Du musst nicht, du kannst aber. Das kannst du dir auch noch in Ruhe überlegen. Das musst du tatsächlich auch jetzt nicht jetzt machen, wenn du möchtest. Aber die Option hast du. Genau. Ja, machen wir mal weiter bei Glowing Shack. Also unserem guten Basil. Ich meine, du hattest mir auch schon mal was gesagt. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich bin jetzt auch nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube jetzt so in Anbetracht der Tatsache, dass ich festgestellt habe, nicht der Schlauste bei Ravenclaw zu sein. Und weil es noch am Anfang des Jahres ist, würde ich halt sehr viel Zeit darauf verwenden, zu lernen für die Schule. Also, du möchtest halt was studieren. Okay. Dann darfst du mal 2d6 plus dein, ich meine, wie habe ich das gesagt, Wissen? Wissen, glaube ich, ja. Genau, Wissen habe ich das übersetzt, ja. Eine 7. Bei einer 7 bis 9. Genau, das musst du dir einmal notieren. Bei deinem, wo, wenn wir das nächste Mal, also dann quasi in der nächsten Folge wahrscheinlich, dieses End of Session machen, dann kriegst du auf deinen Wurf eine plus 1 dazu. Egal welchen Wurf du quasi machst, kriegst du nochmal eine plus 1 dazu. Okay, cool. Gut, ja, aber dann würde ich auch sagen, springen wir zum Freitag. Ende der zweiten Woche. War noch was? Glaub, du hast Oliver vergessen. Oh, sorry, stimmt, richtig. Danke, dass du mich daran erinnerst. Oliver, dann noch deinen Wurf. Das ist so ein bisschen schwierig. Ich denke mal, aber mal jetzt in den ersten Wochen würde tatsächlich erstmal versuchen, nochmal zu lernen. Mhm. Dann darfst du auch 2d6 plus dein Wissenstalent würfeln. Mhm. Oha. Ja. Oh, eine 9. Ja, auch du darfst dir notieren fürs nächste Mal, wenn wir diese Downtime Moves bzw. End of Session Sachen würfeln, kriegst du eine plus 1 auf deinen nächsten Wurf. Mhm. Gut. Ja, dann springen wir einmal zum Freitag. Ihr habt natürlich jetzt in dieser zweiten Woche schon ein bisschen mehr praktisch üben können in manchen Fächern, wie zum Beispiel weiterhin in Verwandlung, das Verwandeln eines Streichholzes in einen Nagel. Aber jetzt haben wir fast Ende der Woche oder haben Ende der Woche und die meisten freuen sich natürlich auch schon aufs Wochenende, ist klar. Und ich denke mal, wir starten den Tag bei Basil. Basil, du wachst quasi, oder du, sag mal so, du stehst auf und machst dich quasi, du ziehst dich an oder machst dich fertig. Mhm. Und ich glaube, das ist ein guter Moment, mal überhaupt zu beschreiben, wie sieht denn dein Schlafraum überhaupt aus? Der Ravenclaw-Schlafraum ist ein runder Schlafraum, weil du bist ja auch im Tower, also Ravenclaw Tower. Und man hat diese üblichen Betten. Man kennt die teilweise ja auch aus den Filmen. Das heißt, das sind diese Betten, die du mit Vorhängen zuziehen kannst. Mhm. Allerdings ist es hier zum Beispiel anders als im Gryffindor Tower so, dass die Betten wesentlich weiter auseinander stehen. Und zu jedes von diesen Betten gehört eine eigene Nische mit Fenster. Und da ist so eine Ausbuchtung quasi drin. Und da steht ein Schreibtisch drin. Und das Regal ist auch deutlich größer als in den anderen Häusern. Das heißt, es ist einmal dafür gesorgt, dass man genug Ablagefläche für Bücher hat bei den Ravenclaws. Genau, und du kannst quasi auch du hast quasi auch an diesem, diese Ausbrüstung, wo dein Schreibtisch quasi ist, den kannst du auch nochmal extra zuziehen.
damit du auch komplett für dich in Ruhe arbeiten kannst, wenn du möchtest. Ja, tatsächlich lese ich immer gerne morgens nach dem Aufstehen erstmal noch so ein bisschen in meinen Büchern, die gerade anstehen. Mhm. Mach dann aber relativ schnell auch den Vorhang auf, um dann mit meinem neuen, sich anbahnenden Kumpel zu unterhalten, was er denn so Neues gelernt hat. Mhm. Wie hieß er noch gleich? Ansel. Ansel. Mhm. Ansel Stripes, ja. Genau, du siehst, also stell mir da wahrscheinlich vor, du liegst wahrscheinlich dann gerade noch auf deinem Bett und hast dein Astronomiebuch in der Hand oder irgendein anderes Fach. Für dich vielleicht interessant, die erste Stunde, die du heute hast, ist Verteidigung gegen die dunklen Künste. Doppelstunde. Hm. Und das hatte ich bis jetzt nur einmal wahrscheinlich, oder? Nee, wir sind jetzt quasi Ende der zweiten Woche, also du wirst es wahrscheinlich dann jetzt schon dreimal gehabt haben. Ich habe es jetzt nicht gleich im Kopf, aber ich denke mal, dass jedes Fach zweimal in der Woche dran ist. Okay. Ja. Ansel, hast du mitbekommen? Wir haben gleich Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja. Ich, und du siehst quasi, wie Ansel tatsächlich schon jetzt schon ein bisschen länger seine Klamotten rausgesucht hat. Also ihr habt quasi auch so eine Truhe, ne, wo vor dem Bettende, wo ihr eure Sachen drin lagern könnt. Und er hat gerade aktuell alles aufs Bett verteilt und seine Schränke rauskommt. Ich finde meine Feder nicht. Ich hatte die doch. Hast du die gesehen, Basil? Ich hatte die doch gestern noch, als wir da gearbeitet haben. Du hast sie eigentlich auf deinen Platz gelegt, neben dem Bett. Ja, und da ist sie nicht mehr. Hab ich die in der Bibliothek? Weißt du, wir haben doch gestern für den Aufsatz von Professor Books, das ist die Lehrerin für Verteidigung gegen dunkle Künste, und Oliver, das ist deine Hauslehrerin. Habe ich auch ein Bild von, aber das mache ich gleich, wenn wir zu dem Fach kommen. Wir sollten ja noch einen Aufsatz über den zweiten Zaubererkrieg, da sollten wir uns ja ein Thema raussuchen, worüber wir schreiben wollen. Und ich hatte mir da Dementoren rausgesucht und habe ich die da vielleicht liegen lassen? Nein, du hast doch noch in deinem Bett irgendwas gekritzelt. Ich hab's genau gehört. Muss hier irgendwo sein. Guck vielleicht mal unter dem Bett. Da fällt manchmal was hinter die Nische. Stimmt. Warte, da kann ich gleich diesen Zauber ausprobieren, den Flitwick uns diese Woche doch gezeigt hat. Lumos. Und er geht quasi unters Bett. Und jetzt gucken wir doch mal, wie erfolgreich er Lumos wirft. Ja. Lumos, und es passiert halt nichts. Und er nimmt so seinen Zauberstab, guckt so, quasi wie so eine Taschenlampe, ob die auch wirklich leuchtet, so. Ich glaube, ich muss das noch üben. Ja. Muss das so gehen. Und er tastet quasi so unterm Bett rum. Ja, ich würde auch jetzt so zu seinem Bett kommen, auch mal drunter gucken und so ein bisschen rumtasten. Weil manchmal kann ja sein, dass sie so wegrollt oder so ein bisschen zumindest. Ja. Weißt du, dann dürftest du mir auch mal einen Wurf machen. Und zwar eine Investigationsprobe. Okay. Das ist genau Wissenswurf, genau. Also 2d6 plus dein Wissen. Heute wird immer richtig gewürfelt. Eine 8. Bei einer Vestibose. Wenn du dir Zeit nimmst und etwas genauer zu untersuchst. Bei einer 7 bis 9 wähle eine Frage aus der Liste. Sind hier Fallen versteckt? Kann ich hier Reste von Magie wahrnehmen? Gibt es etwas Merkwürdiges physisch daran? Oder ist dies ähnlich wie etwas, das ich schon einmal gesehen habe? Oder kann ich etwas von den Dingen verwenden?
Du passt jetzt nicht alles unbedingt auf die Situation, aber du kannst dir da definitiv was rausnehmen. Ich glaube, es gibt einen, der relativ gut passt. Investigation. Achso, ich kann dir das nochmal. Ich hatte das auch. Ja? Ja, ich habe es gerade offen. Okay. Ich würde fragen, ob ich nicht schon mal etwas Ähnliches gesehen habe. Ja. Das ist natürlich eine gute Frage. Ja, also tatsächlich siehst du, als wahrscheinlich als dann einmal so ein Sonnenstrahl ganz gut reinfällt, sodass du ein bisschen was unter dem Bett sehen kannst, dass da definitiv, also dass da quasi in dem Staub, weil ja hier unter dem Bett ist halt nicht so viel mit Staubsauger machen, mit Staub wischen, siehst du tatsächlich da einen Abdruck, was vielleicht eine Feder, also wo quasi wirklich eine Feder unter das Bett gefallen ist und da quasi den Staub aufgewirbelt hat. Also so eine Stelle siehst du da, was ungefähr von der Größe her passen würde. Aber es ist definitiv keine Feder da. Aber da lag definitiv eine. Also, schau dir das mal an. Da lag deine Feder, aber sie muss weggekommen sein. Oh. Weil es hätte jemand sie weggetragen oder so. Oder ihr seid übrigens auch die einzigen beiden aktuell im Schlafraum. Die anderen sind wohl schon aufgestanden und schon gegangen. Komisch. Vielleicht will mir einer. Meinst du, Peeves war bei uns im Schlafsaal? Ist deine Feder noch da? Ich gucke mal nach meiner Feder. Du hattest eine gewöhnliche Feder wahrscheinlich, oder? Mhm. Ja, die ist noch da. Deine Feder, war die irgendwie besonders? Ja, du weißt tatsächlich, dass diese Feder, die hat er nachträglich bekommen, als er nach Ravenclaw gekommen ist. Da war quasi an dem Griff quasi so als Verzierung war so ein, was war das? Rabe ist, glaube ich, das von Ravenclaw, oder? Das Zeichen? Ja, genau. Da war ein silberner Rabe dran. Ich hätte doch, weißt du, die habe ich doch geschenkt bekommen von meinen Eltern, als ich eingeschult wurde in Ravenclaw. Ja, ich erinnere mich. Meinst du, die hat jemand gestohlen? Sieht fast danach aus. Vielleicht muss ich das dann Professor Flitwick sagen. Aber naja, ich habe ja meine Ersatzfeder. Dann naja, gut. Ich werde später mal mit Professor Flitwick oder einem der älteren Schüler reden. Kommst du mit nach unten frühstücken? Ja. Lass mich noch kurz meine Robe überwerfen. Ja, wir können ja schon unsere Sachen mitnehmen. Dann können wir von da gleich direkt in Unterricht. Ja. Und ich würde dann schnell meine Robe überwerfen. Mhm. Unter der Robe trage ich auch noch immer mein Trikot. und dann meine Tasche zusammen sammeln und ja, ihm hinterher. Also er wartet ja wahrscheinlich dann unten im Gemeinschaftsraum. Genau. Und da können wir auch mal den Ravenclaw-Gemeinschaftsraum beschreiben, weil der ist auch etwas anders. Und zwar dort, wo eben Ansel wartet, ist tatsächlich ein auch großer, runder Raum. Es hängen halt von oben viele blaue Tücher von der Decke. Und die Decke ist quasi auch blau, weil das einen Sternenhimmel darstellt. Das ist quasi ein großer, runder Sternenhimmel, die ganze Decke. Die Sterne bewegen sich auch, tatsächlich. Und ja, der ganze Raum ist quasi so in Blau und Bronze gehalten. Das sind so die vorherrschenden Farben. Und als einziges Haus hat Ravenclaw seine eigene Bibliothek. Das heißt, da, wo quasi die Fenster sind, sind so große Ausbuchtungen, wo halt Bücher drin ist. Und ja, was für alle Häuser tatsächlich gilt, ist, ihr habt relativ schnell gemerkt, und Zauberer sind das auch gewohnt, das, was innen drin ist, passt nicht mit dem Maßen von außen zusammen. Also das sind alles Zauber, die hier das Ganze vergrößert haben.
So ein bisschen in der Mitte des Raumes gibt es eine Statue von Ravina Ravenclaw, eine große. Und es gibt halt auch viele von diesen, ich sag jetzt mal, diese römischen Liegesessel, also die, ich weiß nicht, wie man die nennt, die quasi keine Lehne haben, keine Rücklehne haben. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Auch in Blau. Ja. Okay. Ja. Jo. Jo, bist du bereit? Geht. Komm, dann lass uns los. Ja, ich glaube, heute gibt es Pancakes zum Frühstück. Pancakes sind gut. Ja. Ja, und so macht ihr euch dann auf in die große Halle. Und dann springen wir doch gleich mal zum nächsten. Ich würde sagen, machen wir doch mal, weil es auch interessant ist, mit Hufflepuff weiter. Ja, Oliver, wie sieht denn dein Morgen aus? Ja, ich kann mir vorstellen, dass Oliver schon gerne schläft, noch lange. Und ich stelle mir Oliver tatsächlich auch so vor, dass er so einen richtig dicken Schlafanzug oder sowas hat, mit richtig dicken Wollsocken. Und dann dreht er sich so links rum, rechts rum, dann ist da wieder Lichtstrahl. Ganz verklemmt und die Augen aufmacht. Guckt, ist da eine Uhr im Raum? Tatsächlich nicht, nein. Dann murmelt er sich so für ein paar Sekunden ein, zieht sich dann doch wieder so unter der Decke hervor und guckt mal, ob die anderen schon wach sind. Ja, geschäftiges Treiben ist auf jeden Fall. Also du hörst Geschnatter und hörst auch Bewegung von vermutlich anziehen oder einpacken oder auspacken. Oder auspackenden Schülern. Ist denn schon wirklich so spät? Brian steckt dann quasi den Kopf durch den Vorhang. Ja, Oliver, du Schlafmütze. Wir müssen aufstehen. Ich bin. Heute gibt's Pancakes. Pancakes. Ich sofort fliegen die Socken. Ja. Und nachdem du deinen Vorhang quasi öffnest, sehen wir auch etwas vom Hufflepuff-Schlafsaal. Und zwar ist der Schlafsaal ebenfalls rund. Aber es wirkt eben alles, oder die Optik ist so ein bisschen die von einem Dachsbau. Das heißt, auch wenn du weißt, dass das keine Erde ist, es sieht aus wie Erde. Als wärst du wirklich quasi unterirdisch. Die Fenster sind quasi so halbrunde Fenster, die eigentlich wenig Licht reinlassen sollten, weil das ist quasi auf Bodenebene. Das heißt, du siehst quasi das Gras dadurch, aber die sind irgendwie magisch verzaubert, weil hier ist es quasi, ja, als hättest du richtig große Fenster, relativ hell drin. Aber so eine, die Farbe ist schon ein bisschen anders, das ist halt eher so, also sehr warm von der Lichtfarbe her. Immer. Und ja, bei Hufflepuff ist das auch alles sehr verzweigt, also mit Höhlen quasi, so wirkt das zumindest. Die Besonderheit tatsächlich bei dir ist, dass du dein Bett hochklappen kannst. Du kannst es komplett einklappen und da kannst du dann einen Schreibtisch ausklappen. Da kannst du dann theoretisch arbeiten, wenn du möchtest. Wobei tatsächlich Hufflepuffs benutzen das gar nicht so häufig, weil die machen halt so viel zusammen, die setzen sich in der Regel in den Gemeinschaftsraum, wenn die da was machen wollen. Und ansonsten hast du natürlich das übliche Nachttisch und Stuhl und Truhe und so. Ja. Ich denke mir, dass er immer noch etwas unbeholfen dabei sein wird. Also er wird halt nach und nach wahrscheinlich ein bisschen langsamer als der Rest der Leute da sein Bett zusammen, fertig machen quasi. Und dann wahrscheinlich auch so als einer der Letzten dann den Schlafraum verlassen. Aber dann tatsächlich auch komplett fertig. Hat sich dann vernünftig angezogen und so weit. Tatsächlich so alles sitzt gerade und glatt gezogen und so. Du kommst in den Gemeinschaftsraum und siehst tatsächlich, wie Brian mit der einen, es gibt eine, Namen habe ich leider nicht parat, es gibt eine fleischfressende Pflanze bei euch im Gemeinschaftsraum, die frisst aber auch alles. Also tatsächlich, sieht aus wie eine fleischfressende Pflanze, aber die frisst alles. Also die Schüler machen sich auch einen Spaß damit, die mit Schokofröschen oder sonst was zu futtern. die scheint auch super robust zu sein. Auf jeden Fall siehst du, wie er da quasi, die ist auch ein bisschen größer. Also die Münder sind halt schon so faustgroß. Aber die greift keine Schüler an. Aber
Er macht sich da so einen Spaß draus, dass er quasi an einem Ende eines Schokoriegels zieht, während die Pflanze halt an der anderen Seite zieht. Ja, und tatsächlich ist das auch eine Besonderheit bei dir, dass hier sehr viele Pflanzen drin sind. Das sind noch Überbleibsel von einem früheren Hauslehrer, tatsächlich. Und die Farben, die hier vorschälzen, sind so schwarz und gelb. Und übrigens, bevor ich es vergesse, ich habe das auch alles als Bilder, deswegen poste ich das nochmal einmal kurz rein. Ravenclaw. Damit ihr euch das auch nochmal ein bisschen vorstellen könnt. Meine Güte. Und Hufflepuff. Genau, oh. Du hast auch da eben diese rundlichen Fenster. Und ja, Hufflepuff wirkt tatsächlich am gemütlichsten, muss man wirklich fairerweise dazu sagen. Wie so eine schöne Hobbit-Höhle. Das ist ja toll. Genau. Das ist wirklich toll. Du hast natürlich auch da einen Kamin, aber das haben eigentlich alle. Und gegenüber des Eingangs hält halt ein etwas größeres Bild von Helga Hufflepuff. Und ja, es ist auch schon hier recht belebt. Also es ist eigentlich im Hufflepuff-Gemeinschaftsraum ist eigentlich immer was los. Der ist halt nie leise. Ja. Komm schon, Brian. Und er hat halt nur noch das Papier in der Hand. Oh. Nächste Mal. Er macht quasi so, ne? I see you quasi zu der Pflanze. Du rübst nur einmal kurz und wirkt zufrieden, sobald man das von der Pflanze sehen kann, sagen kann. Ja, ich muss auch immer wieder lachen, wenn diese Pflanze rülpst. Das macht ja wahrscheinlich ein paar Mal am Tag. Ja, also wie gesagt, die Schüler füttern die mit allem möglichen. Mentholbonbons und so weiter. Also das ist... Das Beste, was du bis jetzt gesehen hast, war, als jemand die mit Bubbles besten Blaskaugummi gefüttert hat. Weil tatsächlich hat sie dann auch... Also ein Mund hat das irgendwie hinbekommen, auch so eine große... Also quasi so eine Kaugummi aufzublasen. Sah sehr komisch aus. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass dann Oliver mit dem ganzen restlichen Raum dann auch so richtig wuh, so gerufen hat. Wir haben die angefeuert, das ist die Hauspflanze. Ja, ich muss auch dann wieder schmunzeln, wenn sie... Tini heißt die übrigens, Tini. Tini wird die Hauspflanze genannt. Tini. Das ist ihr Spitzname. Ganz kurz für die Zuschauer, ich habe einmal links den Hufflepuff-Raum eingeblendet und einmal rechts den Ravenclaw. Ah, sehr schön. Dekadenz in Ravenclaw, das ist unfassbar. Ja, Ravenclaw sieht dagegen tatsächlich extrem elegant aus. Also das muss man schon sagen. Die haben auf eine andere Art und Weise einen sehr schönen Gemeinschaftsraum. Vor allem mit diesem Himmel, das sieht man leider auf dem Foto nicht so gut. Das ist halt ein kompletter Sternenhimmel ist und halt die eigene Bibliothek ist schon halt ziemlich geil. Ja, das ist schon richtig cool. Ja, genau. Ja, und auch du machst dich dann wahrscheinlich auf zum Frühstück. Und ja. Mache ich auch mal so mit Tini. Ja. Und ja, kommen wir dann last but not least zu Gryffindor. Und wer möchte denn von euch zuerst aufstehen? Oder wer ist von euch eher der Frühaufsteher, sagen wir mal so? Muss nicht. Ja, okay, ein Frühaufsteher ist Sammy wahrscheinlich auch nicht. Das wird daran liegen, dass er abends immer viel zu lange mit seinem Handy und einem Comic bewaffnet noch im Bett liegt und durchblättert und Comics liest. Und er durfte nicht alle seine Comics mitnehmen, deshalb hat er eigentlich seinen Lieblingscomic, irgend so einen Superhelden-Comic hat er sich gerettet und mitgeschmuggelt und das liest er jetzt mittlerweile in diesen zwei Wochen wahrscheinlich auch wirklich schon zum mindestens 14. Mal. Mhm. Also jeden Abend und dementsprechend sein Handy-Akku ist wahrscheinlich morgens, wenn er aufsteht, wirklich richtig leer, weil er nämlich beim Lesen einschläft und er liegt, dass seine Taschenlampe im Handy, die leuchtet halt jetzt nicht mehr, weil das Handy aus ist, aber er liegt dann halt auch so bäuchlängs auf seinem Comicband, den er da noch gelesen hat und wird dann wahrscheinlich irgendwie geweckt. Tatsächlich gibt es Strom hier. Also du hast einen Anschluss in deinem Zimmer. Das ist tatsächlich irgendwie, du merkst, dass das tatsächlich auch nicht jeder hat. Also das ist wohl für die diejenigen, die entweder nicht Magier sind oder irgendwie oder ein Halbblut sind, die haben auf jeden Fall neben dem Bett unten
zumindest bei euch ist das so, ist so ein Löwenkopf und den kannst du hochklappen und darunter ist ja, so ein Anschluss. Der wirkt hier total fehl am Platz, aber er ist da. Und zum Thema Comics, natürlich haben manche deiner Mitschüler sehr interessiert erstmal geguckt, was du denn da hast, weil das kennen sie so nicht. Und die haben auch nicht verstanden, warum es sich das nicht bewegt. Aber das tut es doch. Von dem Bild zu dem Bild zu dem Bild. Ja, aber die Bilder bewegen sich nicht. Ja, das ist so ein Konzept, das ist Sammy nach wie vor fremd, da hat er sich noch nicht dran gewöhnt und er kennt das zwar so, wenn er auf seinem Handy ab und zu vielleicht auch mal ein Video oder so schaut, dann hat das ja so ein ähnliches Flair, aber so das wirklich... Das ist immer sehr beeindruckend, das finden die auch. Ja. Aber so die Zeitung, der Tagesprophet, wenn da so auf der Titelseite sich irgendwie ein Bild bewegt, das findet er immer noch seltsam. Du hast auch übrigens davon gehört, dass es irgendwie auch eine Art Zauberer-Internet gibt. Das nennt sich wohl irgendwie MacWeb. Und das kann man auch irgendwie hier in Hogwarts nutzen. Aber bist du tatsächlich noch nicht zugekommen. Mhm. Ein paar haben dir davon erzählt. Auf jeden Fall. Ja. Das heißt, du wachst wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen auf, als dann, Geräusche quasi in deinen Schlafraum dringen. Wahrscheinlich schielt er so einmal kurz durch den Vorhang, damit er nicht direkt von der Sonne geblendet wird und so tun kann, als würde er noch schlafen, wenn keiner ihn sieht. Dann siehst du tatsächlich deinen Bettnachbar. Das war Thorn. Thorn, genau. Der gerade wohl seinen Schulrucksack durchwühlt und gerade dabei ist, das auf den Tisch auszupacken. Und zwar ist es bei euch so, die Schlafstelle kennt man ja aus dem Film. Man hat eben diese Betten, wo man die Vorhänge zuziehen kann, die Truhe davor. Das Ganze ist natürlich auch rund. Und du hast allerdings, ich glaube, in den Filmen haben die das nicht so dargestellt, du hast in den Gemeinschaftsräumen auch einen quasi größeren Tisch, oder eigentlich zwei, die zusammengestellt sind, sodass man quasi auch in dem, nicht im Gemeinschaftsraum, sondern im Schlafsaal auch arbeiten kann. Und da stehen halt entsprechend viele Tische dran, Stühle dran. Und an einem von diesen oder an einem diesen Tischen ist halt Thorn gerade dabei, seine Tasche zu entleeren. Das hat dich wahrscheinlich wach gemacht, weil alles fällt dann da raus. Was machst du denn? Ist doch noch viel zu früh. Ich suche meine Nägel. Die Streichholzschachtel hast du unter dein Kopfkissen gelegt. Ah, aber er guckt sich da so ein bisschen um, ob die anderen sind aber auch schon weg. Also so, du siehst, man hört wahrscheinlich noch gerade das Türk-Zahlen, als Glenn rausgegangen ist mit Thomas. Und dass sie dann weg sind, der wartet noch kurz einen Moment. Ich wollte es ja noch nicht sagen, aber weißt du noch, Professor McGonagall hat doch gesagt, wenn wir das besonders gut hinkriegen mit den Nägeln, dann kriegen wir extra Punkte. Wir haben die, unsere erste Stunde ist gleich Verwandlung. Und er kommt da so zu dir rüber. Ich habe es geschafft, das Streichholz in Silber zu verwandeln. Ich hatte einen Nagel. Ja, und jetzt ist er weg. Bist du sicher, dass das Glenn und Thomas nicht mitbekommen haben und ihn geklaut haben? Also wenn ich die beiden wäre, würde ich es wahrscheinlich tun. Ja, aber ich meine, der kann manchmal ein Arschloch sein. Aber meinst du, der ist so ein großes Arschloch? Der hat Basil, meinen Freund, beleidigt, nur weil seine Eltern aus einer bestimmten Familie kommen. Ja gut, der hat schon einen Stock im Arsch, da hast du recht. Ja, aber ich guck noch mal alles durch. Ich will jetzt auch niemanden... Eigentlich Gryffindors halten doch zusammen und so. Also jetzt mal, ne, alles andere beiseite. Aber man beklaut doch nicht die Leute seines eigenen Hauses. Ja, ich kriech dann auch mal weiter aus dem Bett und leg mich mal flach auf den Boden und guck mal so in dem Raum rum unter den anderen Betten. Mhm.
Kannst du mir ja auch mal einen Investigativwurf machen. Das war wahrscheinlich Wissen. Wissen. Genau, Wissen. Gucken, ob wir heute nochmal einen vollständigen Erfolg sehen. Sieht nicht so aus. Immerhin. Nee, dann 7. Darfst du mir allerdings eine Frage stellen von denen. Ja. Ja. Was hast du so offen? Moment, ich scroll's mal eben vor. Du hattest da, glaube ich. Genau, ich hatte das. Ansonsten, ich kann es dir auch noch mal kurz. Nee, ich hatte das nicht gezeigt. Ich hab's hier, Moment. Das ist okay. Er glaubt ja schon so ein bisschen, dass vielleicht irgendwer ihm die geklaut hat. Deshalb würde er gucken, ob hier irgendwas merkwürdig ist. Mhm. Physisch, ne? Ja. Nee, tatsächlich wirkt das erstmal alles normal. Das Einzige, was dir vielleicht auffällt, ist, dass bei den Nachttischen, ne, die haben Schubladen, wie man das halt so kennt, und eine davon ist so leicht offen. Das ist das Einzige, was dir auffällt, als du da so ein bisschen rumguckst von Thorn. Allerdings, tatsächlich ist das Problem, ist, dass die anderen sind auch halt nicht so ganz zu, weißt du, wenn halt Schüler oder Kinder halt so Sachen einfach so kurz zuhauen, ne, dann geht das mal so ein bisschen zurück, oder die machen die halt nicht ganz zu, so. Deswegen ist es halt schwierig zu sagen, ob das normal ist oder nicht. Mhm. Ja, also er guckt nochmal so in die Schubladen, aber bist du sicher, dass du sie nicht irgendwo anders hingetan hast? Vielleicht hast du sie unten gelassen? Vielleicht ist das auch möglich. Sie ist mir aus der Tasche gefallen oder so. Ja. Ja, gut, ich guck mal, lass uns mal gucken. Vielleicht finden wir sie auf dem Weg zum Frühstück. Ja, das ist eine gute Idee. Gut. Ja, und dann macht ihr euch beide auf den Weg in den allbekannten Gemeinschaftsraum. Ebenfalls ein runder Raum, den ich auch noch mal einmal reinposten kann. Die Töne sind natürlich rot und golden. Wirkt auch relativ gemütlich mit dem Kaminfeuer. Und natürlich hängt über dem Kamin ein Bild von einem Löwen, wie es sich gehört. Und ja, man hat halt mehrere Sessel und Couches rumstehen, in denen auch schon ein paar Schüler sitzen. Und vor allen Dingen hier hängen besonders viele Fotos von Harry Potter und seinen Freunden. So, das macht schon einen größeren Teil hier aus. Also es gab auch Fotos in den anderen Häusern tatsächlich. Aber hier hat das nochmal einen Sonderplatz, sage ich jetzt mal, nochmal mehr als in anderen Häusern. Und natürlich Zaubererfotos, das heißt, die bewegen sich auch ein bisschen. Ich blende mal eben noch den Gryffindor-Raum ein, einen Moment. Ja, mal so lange können wir ja zu Lucy springen. Genau. Was macht denn Lucy morgens? Müde sein. Sehr müde sein. Und träge und langsam und eher so, wenn man ihre scharfe Zunge schon kennt, wenn sie wach ist und eine gewisse Selbstbeherrschung hat, sollte man sie nicht morgens ansprechen. Das heißt, während du wahrscheinlich noch so ein bisschen schlaftrunken in die Gegend guckst, ja, kommt so ein ganz zaghaftes Lucy? Und Megan kommt so in dein halbtrunkenes Bild rein. Stimmt, die habe ich auch noch nicht beschrieben. Die hat auch langes, bräunliches Haar, was sie halt häufig tatsächlich relativ kunstvoll zusammenstellen kann. Also da ist sie relativ gut drin. Also die flechtet immer ihr Haar. Also keine Ahnung, die hat auch gefühlt alle 5 Tage eine neue Frisur. Und du hast sie tatsächlich mal erwischt, wie sie mit einem Buch unter der Decke gelesen hat, mit magischen Frisuren. Die hat da wohl auch irgendwie ein paar Kniffe mit dem Zauberstab drauf, was das angeht.
Auch meistens halt mit irgendwelchen Klammern und so weiter. Also das ist tatsächlich so ein bisschen ihr Hobby. Und auch jetzt wieder hat sie eine hochgesteckte Frisur, sieht wieder sehr schick aus. Ansonsten ist sie eher schmal, mit braunen Augen. Und gewöhnlich guckt sie halt immer etwas unsicher in die Gegend. Du musst so langsam mal aufstehen, wenn du noch duschen möchtest. Immer dieses Fertigmachen. Kann man nicht einfach alles auf später verlegen? Kann dir die Haare machen, wenn du willst. Das wäre nett. Dann sehen zumindest die nett aus. Da würde sie Richtung Badezimmer schlurfen. Ja. Da wäre jetzt meine Frage, ist Lucy denn der Typ für irgendwelche Haarsachen? Also hast du da irgendwas, also einfach nur Haargummi oder Haarspangen oder? Also sie wird Haargummi haben. Mhm. Viele, die verlieren sich nämlich genauso schnell wie die Haarnadeln, die sie auch hat. Mhm. Dieses einfach nur zum Festpinnen. Mhm. Sie hat vielleicht so ein paar Sachen, die man noch anklippen kann, so ein Schleifchen oder so, aber viel hat die dann nicht, vor allem nichts Außergewöhnliches. Mhm. Und wenn, dann ist es schon so, wow, was ist passiert? Warum hast du was anderes an? Mhm. Ja, dann wird dir wahrscheinlich Megan im Bad zur Hand gehen, was vor allen Dingen die Haare angeht. Ja, das macht sie, wie gesagt, mit relativ viel Leidenschaft und wird dir da etwas nach deiner Wahl machen. Also sie drückt dir da tatsächlich nichts auf, so wie du es gerne hättest. Und meistens benutzt sie tatsächlich auch Spangen von ihr. Ist halt die Frage, magst du dann eher so ein Tierding in dem Haar, so ein Schmetterling oder so? Oder also sie hat halt schon sehr mädchenhafte Sachen. So, ne? Ja, natürlich, allerdings auch für jedes Haus hat sie tatsächlich eine Klammer. Also wenn du willst, kannst du tatsächlich auch einen Löwen drin haben. Also sie hat wahrscheinlich sehr schlecht geschlafen, weil dieser blöde Aufsatz, der letzte, der war viel zu lang und viel zu wenig praxisnah. Und da war sie sehr müde und dann die einzige Regel, die es tatsächlich gibt, ist nicht zu pink und nicht zu glitzer. Okay, dann dezent. Ja. Genau. Bist du auch schon gespannt gleich auf Verteidigung gegen die dunklen Künste? Oh ja. Endlich was Cooles wieder. Ja, Professor Buchs hat doch gesagt, dass wir jetzt was Praktisches machen, indem wir den ganzen theoretischen Kram durchgearbeitet haben. Ja, wird ja auch mal Zeit. Bin auch schon ganz gespannt. Ich hoffe es aber, dass es nicht zu gefährlich ist. Ach, Quatsch. Die geben uns am Anfang nur nicht die coolen Sachen. Meinst du? Aber ich habe gehört, Professor Buchs war früher mal eine Aurorin. Und die Frage, weiß ich das auch? Also so quasi Fame, ja, oder mehr so? Ja, definitiv gehört. Das ging rum. Du hast sie auch schon mal getroffen. Ist halt die Frage. Ich weiß nicht, ob du sie jemals darauf angesprochen hast. Wahrscheinlich noch nicht. Es gab bisher nur Glitzeraugen. Ja, genau. Sie ist auf jeden Fall eine ehemalige Aurorin. Aber wo wir die jetzt schon zum zweiten Mal hatten, ich poste die auch einfach mal rein, auch wenn ich noch nicht weiß, ob wir heute tatsächlich noch zu ihr kommen. Aber die gute Marigold Buchs. Ich bin mir ziemlich sicher, sie wird schon wissen, was sie uns zutrauen kann. Für die Zuschauer, die hat tatsächlich eigentlich schwarze Haare, die aber so weiß Stich, also viele, mehrere Strähnen und mehrere Teile des Haares sind tatsächlich weiß. Und sie hat eine Narbe über dem rechten Auge. Ja. Und ansonsten, also sie wirkt manchmal, wenn sie halt so eine neutralen Gesichtsausdruck hat, ein bisschen strenger. Also eigentlich eine relativ liebe, das habt ihr schon gemerkt. Die sorgt sich eigentlich immer um ihre Schüler. Sie wird uns schon nichts geben, was uns direkt grausam und qualvoll tötet. Wir sind Erstklässler, also sie können uns nicht sofort vor die Hunde werfen. Bei diesen Worten schreckt sie tatsächlich so zusammen. Das kannst du doch nicht so sagen, Lucy. Was ist, wenn sie uns sowas wie den Schockzauber beibringen? Ja, direkt. Alle Menschen verletzen? Direkt in der zweiten Woche. Und ich werde es garantiert auch direkt an dir und allen anderen in diesem Schlafsaal instant testen. Lucy! Ironie.
Ja, mit Ironie hat sie es noch nicht so. Du bringst sie sich so langsam bei. Ja, ja. Definitiv. Ja. Und dann macht ihr euch auch weiterhin fertig. Und ist die Frage, trefft ihr dich dann mit Sammy und Thorn unten? Oder meint ihr, Sammy und Thorn gehen schon vor? Also Sammy würde sich, wenn Thorn runtergeht, anschließen, aber da der auch noch nicht so ganz wach ist und noch so ein bisschen sich den Schlaf aus den Augen reibt und auch noch irgendwie seine Robe zurechtzuppen muss, weil er kann ja nicht im Schlafanzug zum Frühstück gehen, er würde sich auf jeden Fall Zeit lassen. Okay. Ja, dann denke ich mal, kommen auch die beiden Hexen die Treppe runter. Ja. Also wenn ihr noch nicht da seid, werden sie auch warten. Ich denke mal, die werden schon beide da sein. Morgen! Morgen! Fürs Protokoll, du singst nachher dieser blöden Tour was vor. Ich habe keine Lust mehr. Deutest du auf Thorn? Ja. Aber ihr gefiel doch deine Singstimme so gut. Ja, und genau deswegen machst du das jetzt. Ja, ich hoffe mal, dass wir dann nicht zum spät zum Unterricht kommen. Aber nun, komm. Ich habe gehört, es gibt Pancakes zum Frühstück. Das will ich nicht verpassen. Ach, lecker. Endlich mal wieder was Gescheites. Ja. Und ja, auch ihr macht euch dann auf in die große Halle. Und dort trefft ihr dann auch alle wieder zusammen. Genau, wahrscheinlich ist Basil tatsächlich als erstes unten. Vielleicht schon fleißig am Pancakes futtern. Ja, tatsächlich sitzt er mit seinem Kumpel zusammen und hat mit Sirup und den Pancake-Stücken so eine Art Sternsystem nachgebaut. Und siehst du, und so dreht sich dann der dritte Mond von Jupiter um Jupiter herum. Ja. Ja, und genau das, Oliver, siehst du, als du da ankommst. Den Jupiter. Oder das, was zumindest, was ursprünglich mal die Hälfte der Pancakes war, die auf diesem Tisch standen. Ja, so ein bisschen verträumt noch, tapse ich dann wahrscheinlich auch, wenn neben Basil noch ein Platz frei ist, neben ihnen, dann bleibe ich aber erstmal so hinter euch beiden stehen und beobachte euch so für ein paar Sekunden. Was macht ihr da? Und dann komme ich so hinter dir hervor und gucke dann mal auf dieses Pancake-Massaker. Naja, wir haben uns unterhalten über die Umlaufbahn der verschiedenen Monde von Jupiter und haben hier versucht, ein kleines Modell nachzustellen. Und das habt ihr mit Ahornsirup gemacht? Ja, dann kann man die Stücke Pancake-Monde leichter verschieben. Cool, und dann setze ich mich daneben. Das ist der Mond Europa? Ja, du kennst dich aus anscheinend. Das ist der einzige Mond, den ich kenne. Der heißt wieder Kontinent. Das ist nicht schlimm. Ich kann dir gerne alle Namen erklären. Ja, gerne. Ja, er traut mich nicht, Nein zu sagen. Und er fängt an, guck, das ist Io, das ist Europa, wie du bereits festgestellt hast, das ist Ganymed und das ist Callisto, da ist Amalthea. Und das geht jetzt so eine ganz lange Zeit weiter, bis die über 40 verschiedenen Monde, die von normalen Menschen teilweise auch noch nicht alle benannt wurden und auch noch nicht, es ist noch nicht klar, ob es nicht noch mehr gibt. Aber natürlich haben die Zauberer sie schon entdeckt. Die ganzen Namen werden genannt und Währenddessen dauert seine Zeit. Ja, währenddessen wird sie, also Oliver wird die ganze Zeit da drauf starren und ab und zu mal so nach rechts gucken, wenn da noch ein Stapel von Pancakes ist und dann mit so einer Gabel da hinfahren, zwei drauf einmal aufpieksen und dann auf den Teller tun und dann schon mal anfangen so parallel zu essen und guckt dann da drauf so, ja. Ja. Dieses Bild bietet sich dann auch Lucy und Sammy, wenn sie an diesen Tisch kommen. Es ist ein Pancake-Massaker, anders kann man das nicht nennen. Wie gesagt, die Hälfte, mittlerweile vielleicht noch ein bisschen mehr als die Hälfte der Pancakes sind über den Tisch verstreut. Vielleicht auf Tellern, vielleicht auch nicht mehr auf Tellern, vielleicht gab es auch nicht mehr genug Teller, um das alles abzubilden. Und ja, es scheint wohl so, als würde Basil
Oliver dieses Pancake-Massaker erklären. Habt ihr mit eurer Eule gefrühstückt? Warum? Die sind doch nicht erlaubt, oder? Das könnte aber das Chaos hier erklären. Das ist kein Chaos, das ist hochgradig komplex und alles sehr genau und mechanisch. Also ich hoffe, wenn ich die Pancakes esse, dass die nicht mechanisch mir im Magen liegen. Nee, ich bin da auch gerade erst rein, ich kenne mich da jetzt auch nicht so. Das ist Europa. Das ist ein angebissener mit Pancake. Mit oder ohne England? Nee, das ist, guck mal, ich guck so zu Basil, wie verschnappt, das ist der Jupiter und das sind die Monde vom Jupiter. Aber es gibt doch nur einen Mond. Dann guckt der so wirklich ein bisschen verstört so rüber zu Sammy. Was? Also, beide gucken zu Sammy und dann sich so gegenseitig an. Und das nee. Ist Frühstück. Und sie spießt irgendeinen auf und fängt an, ihn zu essen. Hey, das ist meiner, den habe ich mir gerade rausgesucht. Dann piekst du da auch noch rein. Sammy wird sich auch einschnappen, dann den A und sie ruft Gurkim. Ey, wer hat den denn schon wieder leer gemacht? Oh nein. Das schöne System. Hast du nicht gerade eben. War es nicht gerade eben noch geordnet? Ja, wir merken uns tatsächlich, Sammys. Also Astronomie wird nicht Sammys Lieblingsfach. Das weiß er nur noch nicht. Das weiß er nur noch nicht. Naja, der, ich meine, es war schon ziemlich cool, so einen Centaur mal kennenzulernen, aber ja. Auf jeden Fall werdet ihr euch da ein bisschen satt essen. Wie gesagt, es gibt halt neben diesen Pancakes, den hochgepriesenen, auch, ich sag mal so, das klassische britische Frühstück, ne? Mit Würstchen und Bohnen und Spiegelei und Black Pudding, White Pudding, was übrigens Blutwurst ist und kein Pudding. Und darüber hinaus aber auch so klassische Sachen wie also so Cornflakes-mäßiges Zeug. Und genau, so ein bisschen normales Frühstück, sage ich jetzt mal. Und tatsächlich, wo ihr vorhin Eulen angesprochen habt, es gibt, also jeden Tag gibt es eine, zu einer bestimmten Zeit zum Frühstück kommen eben die ganzen Eulen reingeflogen. Und wahrscheinlich habt dem einen oder anderen vielleicht auch schon mal ein Päckchen gebracht. Oder eine Nachricht oder so. Und ja, auch, ich weiß nicht, glaub ich glaube, Lucy, du hattest ja deine eigene Eule, ne? Mhm. Fridolin. Genau, die kommt dann auch jeden Morgen bei dir, auch wenn sie nichts hat. Und lässt sich von dir füttern. Und auch diesen Morgen kommen die Eulen rein und deine Eule, wie hieß sie nochmal? Fridolin. Fridolin kommt und und setzt sich auf deine Schulter. Ja, guten Morgen, kleines Federpüschel. Ja, und er macht erwartungsvoll den Schnabel auf. Bekommt ein Stück Pancake. Nicht alles auf einmal. Ja. Und ja, während Fridolin dann munter an dem Stück Pancake rumknabbert, landet vor Oliver eine Eule. Und hält die erwartungsmäßig und hält dir quasi das eine Bein hin, wo ein Brief dran ist. Oh. Warte, du kriegst auch ein Stück. Und dann guck ich mal, ob da irgendwie so ein Stück Wurst ist. Dann greif mir das. Ja, es gibt Speck, es gibt Würstchen. Irgendwas Fleischiges, dann schneide ich so ein bisschen was ab. Hier, bitteschön. Und dann mach ich den Brief so ein bisschen ab. Dann, ich muss die ganze fummeln und ich denke auch, die Eule ist ein bisschen genervt, weil wir was lange brauchen, dann. So, endlich hier. Und dann mach ich die Schleife auf und dann. Dankeschön. Kraut dir in so einen Kopf. Dann öffne ich den Brief. Ja. Da steht erstmal als Absender in einer Krakelschrift Hagrid. Und in dem Brief steht dann: Lieber Oliver. Auch alles relativ krakelig. Also, ich glaube, mittlerweile kann Sammy besser schreiben als Hagrid. lieber Oliver, ich hoffe, deine ersten zwei Schulwochen waren erfreulich und du hast
viel, erst mit F geschrieben, dann durchgestrichen, dann mit V, gelernt. Komm mich doch mal mit deinen neuen Freunden heute Nachmittag zum Tee und Keksen besuchen und erzähl mir, wie es dir so ergangen ist. Liebe Grüße, Hagrid. Ja, ich lese mir das erstmal selber durch und dann stecke ich mir so oder schaufle ich in dem Moment so an so einem so vorgeschnittenen Pancake und schaue mir die Stücke ran. Und dann tippe ich so nach links so Basil an und dann die anderen. Der ist von Hagrid. Erst schlucken, dann reden. Ab 100 Gramm wird's undeutlich. Entschuldigung. Er hat uns zum Tee eingeladen. Also mich und ihr könnt gerne mitkommen, wenn ihr wollt. Gerne. Warum nicht? Schaut in die Runde. Das ist doch der Riese, der uns nach Hogwarts gebracht hat, oder? Genau, der. Er war Wildhüter, ne? Von Hogwarts immer noch, oder? Ja, und er ist auch Lehrer für Pflege und Aufsicht magischer Geschöpfe. Genau. Mittlerweile ist er auch Lehrer hier, ja, genau. Der wohnt immer noch draußen, also die ganzen Treppen runter und dann. Ach, er lebt in dieser kleinen Hütte am Waldrand, die ich von meinem Fenster aus immer sehe. Ja, genau. Da wohnt Hagrid. Puh. Und kommt ihr mit? Ja. Klar. Das wird sicher spannend. Ja, Hagrid ist ein manchmal komischer, aber eigentlich ziemlich lustiger Typ. Oh, super. Schön, nett zu sein. Ja. Was ich euch noch fragen wollte, ist, mein Kumpel hat seine Feder verloren. Ihr wart ja auch in der Bibliothek gestern, oder? Habt ihr sie da vielleicht gefunden? Wie sah die denn aus? Naja, das war eine verzierte Feder mit, dem Zeichen von Ravenclaw in Silber drauf. Oder? Das war doch richtig so. Ja, genau. Hab ich sie vielleicht gesehen? Es wäre super, wenn ich die bekommen könnte. Wiederbekommen könnte. Ich dachte, die hast du wieder mitgenommen. Sicher? Aber wo ist sie denn dann? Weißt du was? Ich vorsichtshalber, ich gehe noch mal kurz. Ich laufe noch mal kurz in die Bibliothek. Basil, hältst du mir gleich einen Platz frei? Silber hast du gesagt? Klar. Ja, Silber. Thorn hat auch Silbernägel verloren. Silbernägel? Ich soll das euch. Mach du! Das ist da so dein Verdienst. Ich habe es geschafft, das Streichholz von McGonagall in Silber zu verwandeln. In eine Silbernagel. Nee. Wirklich? Ich hoffe, dass ich da extra Punkte für bekomme. Boah, bist du ein Streber. Aber oh, trotzdem, Respekt. Cool. Also Basil verzieht das Gesicht, dass es ihm nicht gelungen ist. Aber er sagt dann so, das hast du echt gut gemacht. Ja, er wird ein bisschen rot. Meint ihr, ihr gebt einen Silberdieb durch? Das ist schon merkwürdig. Ein Silberdieb? Aber wer muss denn Silber klauen, wenn das ein Erstklässler selber herstellen kann? Ja, das ist irgendwie merkwürdig. Ein Silberdieb? Kratzt mir so ein bisschen an meinem lockigen Kopf. Kommt mir da eine Idee? ein Silberdieb? Da kannst du mir auch mal einen Wurf machen auf. Sehr gerne. Gerade überlegen, was nehmen wir denn da? Ich glaube, am ehesten ist tatsächlich eine Wissensprobe. Ja. Vor allem, welcher Dieb kommt in zwei Schlafsäle einfach mal so rein? Good question. Aha! Eine Elf. Das ist der erste vollständige Erfolg heute. Ja, tatsächlich. Du darfst mir drei Fragen von der Liste stellen. Ich kann die auch eben kurz vorlesen.
Was tut es? Wie sieht es aus? Riecht, schmeckt oder fühlt es sich an? Ist es gefährlich? Wo kommt es her? Oder wen oder was kenne ich, das damit zusammenhängt? Kannst die Frage auch ein bisschen abändern, wenn du immer möchtest. Ja. Okay. Warte mal, ich hab die Moves habe ich mir auch mal hier irgendwo. Kannst du uns auch nochmal reinposten, wenn du möchtest. Egal, das wäre sehr gut. Also, auf jeden Fall wäre interessant halt, woher kommt es? Ja, also, ich weiß ja nicht, ob das so grundsätzlich geht, aber es geht ja jetzt gerade auch erstmal um, was könnte es sein? Das ist ja gerade der Mendefall, weil bevor man weiß, woher es kommt, muss man ja wissen, was ist es. Überhaupt. Genau, richtig. Deswegen ist, glaube ich, das Erste, was du mit anfangen müsstest, wäre, wen oder was kenne ich, das damit zusammenhängt. Das ist wahrscheinlich das am ehesten, so wenn was. Genau. Okay. Meinst du jetzt allgemein? Also meine Frage wäre, meinst du allgemein jetzt zum Thema Silber? Wofür braucht man? Also Silber oder meinst du, wer oder was würde quasi Silber klauen? Kenne ich, also jetzt vor allen Dingen halt Oliver, kennt Oliver ja, magische Wesen, die eben Silber klauen. Ja. Und halt eben auch natürlich dann auch in so Schlafsäle reinkommen. Ja, das mit den Schlafsälen ist natürlich so eine Sache. Ansonsten gibt es tatsächlich mehrere Wesen, die Silber mögen. Also, ich sag mal so, das bekannteste, was irgendwie jeder kennt, auch nicht Magier, sind Drachen. Die stehen auf Silber, Gold, Diamanten, alles, was glitzert. Das andere, was du auch kennengelernt hast, sind natürlich Kobolde. Auch die stehen natürlich auf Silber, Gold, Glitzern. Niffler, natürlich, das hast du ja gesehen, dass die Gold, Silber und so weiter auch gerne mögen. Das wären so die Klassiker, die dir jetzt auf erstes einfallen. Darüber hinaus ist natürlich nie auszuschließen, dass Peeves irgendeinen Streich spielt und irgendwas vorhat. Kann man natürlich nie ausschließen. Der wird zumindest in die Gemeinschaftsräume reinkommen können. Ja, das sind jetzt so die Sachen, die dir so auf Anhieb aus einfallen. Ja gut, dann hat's ja, also da war ja da auch wahrscheinlich schon dann so was tut es. Also bei den Nifflern hab ich es halt dann auch schon gesehen, ne? Die horten das ja dann. Gut, man kann natürlich noch dazu fragen, was tut es. Allgemein zum Thema Silber. Silber ist natürlich ein Edelmetall und kann für verschiedene Sachen verwendet werden. Also es ist halt vor allen Dingen als Zutat entweder für zum Beispiel Zaubertränke kann man das verwenden oder generell Alchemie-Sachen kann das verwendet werden. Also es kann innerhalb von magischen Sachen quasi verwendet werden. Also Magier haben durchaus Bedarf für Silber, um das mal so zu sagen. Jetzt die zweite. Man muss auch nicht alle verwenden. Wenn du sagst, es ist so okay für dich, dann kannst du das ja, ich denke mal, das wäre dann so das, was jetzt Oliver in den Sinn kommt. Er kratze sich dann so ganz kurz. Also ich weiß nicht. Irgendwie klingt das nach. Also entweder. Na gut, nee, ein Drache wird es nicht sein. Der wird einem auffallen. Außer er ist kleiner gemacht worden. Dann ist das aber unwahrscheinlich. Das klingt entweder nach einem Kobold oder nach einem Niffler. Oder jemand, der in die Räume kommt und irgendwas brauen möchte. Das habe ich mal gelesen. Also, vor allen Dingen Niffler, die sind mir ziemlich. Die kommen ziemlich gut überall ran. Wobei ich nicht wüsste, wie die durch die Räume kommen. Vielleicht durch die Wände? Das wäre eine Möglichkeit. Oder hier geht ein Kobold um, aber ich denke mal, der wäre doch jemandem aufgefallen. Dann redet Oliver so ein bisschen mit sich selber. Du weißt übrigens theoretisch, egal, wenn du alle von den drei Sachen wären, wären auf jeden Fall in Hogwarts verboten, das weißt du auf jeden Fall auch. Aber sind Niffler nur an Silber interessiert? Ich dachte, die mögen auch andere Edelmetalle, oder? Ja, auch. Also, war das denn, also waren die Sachen denn neu? Guck da mal zu den anderen. Also meine Nägel, die habe ich gestern gemacht. Also, ich denke mal, die sind da neu. Nein, ich meine jetzt nicht neu, sondern wie alt, sondern glänzen die noch? Ja, also, die haben geglänzt, die Silbernägel. Also haben das natürlich schon
Ne? Der ist schon auf in die Bib. Vielleicht sollten wir ihn auch nochmal fragen, denn... Ah, nicht Zorn, sondern, oder? Doch, war das Zorn, richtig? Nee. Ansel. Ansel, genau, sorry. Die NPCs, ich höre meinen Namen. Ja. Also, ich weiß jetzt nicht genau, ob sie Gold vorziehen vor Silber, aber ich glaube, je mehr es glänzt, desto interessanter wird es für sie. Das ist so ein bisschen wie bei den Muggeln mit diesen Vögeln, mit den Elstern. Die machen auch glitzernde Dinge. Da ist es ja auch egal, ob das quasi einfach nur Metall ist oder Gold oder Silber. Wenn, je mehr es glänzt, desto besser. Ja, ich wollte nur darauf hinaus, dass es halt ungewöhnlich ist, dass nur silberne Objekte geklaut werden. Aber wir wissen doch noch gar nicht, ob anderes geklaut wurde. Das stimmt auch wieder, aber... Ja, das stimmt. Wie hieß denn nochmal... Wie heißt diese... Sie ist bei dir im Haus, Oliver. Hat die nicht auch irgendwas geklaut bekommen im Zug? Waren das nicht Sickel? Es waren Galeonen, aber nicht sie hatte es gefunden. Sie hat es nicht geklaut. Es war verloren gegangen von einem. Das wusstet ihr damals nicht, ob es Dean oder Thomas war. Glenn hatte nur gesagt, vom Freund. Ah. Der hat es verloren. Das stimmt, das ist doch irgendwie komisch. War jetzt auch nur die erste Idee. Kam mir irgendwie in den Sinn jetzt. Drachen, glaube ich, nicht. Aber. Vielleicht sollten wir mal. Vielleicht ist es ja auch jemand anders gewesen und der macht irgendwas damit. Weil Silber kann man ja für alles Mögliche gebrauchen. Naja, aber die magischen Barrieren sind jetzt nicht so, als könnten wir jetzt in den Slytherin-Gemeinschaftsraum gehen, uns da alles rausholen, was uns gefällt, dann zu den Hufflepuffs und da dasselbe durchziehen und dann gehen wir wieder in unser Bett und legen uns hin. Vielleicht baut jemand eine Werwolf-Waffe. Mit einer Feder. Ich gebe zu, es ist mutig, mit einer Schreibfeder gegen einen Werwolf zu kämpfen. Andere würden es aber auch doof nennen. Aber Silber kann Werwölfe verwunden. Das weiß doch jeder. Also. Ich glaube, bevor du deinen Streich mit der Feder tust, hat er sehr viele Streiche in deiner Brust getan. Ich würde dann auch mal so Sammy so am Hemd ziehen und sagen, es ist so, dass Werwölfe gar nichts dafür können, dass sie Werwölfe sind. Vielleicht solltest du ein bisschen leiser reden. Okay. Trotzdem kann man sie mit Silber töten. In diese Stille platzt tatsächlich dann wieder Ansel rein, der komplett schweißgebadet da vor ihr steht. Ich hab sie gefunden. Oh. Oh. Sie lag im Gang vor der Bibliothek. Gott. Gott. Ich brauche. Und er greift dann halt einfach so, wahrscheinlich nach irgendeinem Orangensaft, wahrscheinlich die eigentlich dir gehört, Basil, und kippt den in einem Zug hinunter. Gott. Also doch keine magische Elster. Ja, dann wahrscheinlich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass ich die nicht verloren habe. Aber ich muss ja. Und er lässt sich erstmal wieder auf den Stuhl fallen. Und genau, setz dich erstmal hin. Und ja. Warte, ich habe auch noch ein Tuch. Gebe ich ihm irgendwie eine Serviette. Ja. Und mit diesem Bild von Oliver, der dem verschwitzten Ansel sein Tuch netterweise reicht, mit dem er sich dann die Stirn abtupfen kann, verlassen wir dann das. Die große Halle und für nun erstmal Hogwarts und ja, wie es weitergeht mit den verschwundenen Nägeln, das Geheimnis der verschwundenen Nägel ist eigentlich ein schöner Titel fürs nächste Mal, werden wir dann, gar nicht so lange, also in knapp, ich glaube in einer Woche, am 9. Am 9. genau. Genau, werden wir das dann erfahren. Allerdings, bevor wir uns noch gleich verabschieden, gibt es noch eine Sache, die wir machen wollen, nämlich die Beziehung. Wie schon beim letzten Mal dürft ihr jetzt einem Spieler eurer Wahl entweder eine Plus 1 oder eine Minus 1 geben. Plus 1 eben, wenn ihr das Gefühl habt, es gab einen Moment, wo die beiden Charaktere sich näher gekommen sind
Und minus 1, wenn es eine Situation gab, vielleicht die eben überwiegt hat, wo sie eher weiter voneinander weg gedriftet sind. Und wenn man eine minus 1 verteilt, kriegt man auch einen Erfahrungspunkt. Oh, stimmt. Da fällt mir übrigens ein, bevor ich das vergesse. Die, die heute Würfe gefailt haben. Also ich glaube, das war nur Sammy. Ja. Du darfst dir auch einen Erfahrungspunkt aufschreiben. Für jeden Wurf, der nicht klappt, also vollständig fehlschlägt, kriegst du auch einen Erfahrungspunkt. Ja. Ja, dann würde ich, glaube ich, auch direkt mit den Beziehungen anfangen, denn für Sammy ist das dieses Mal sehr viel einfacher als beim letzten Mal. Mhm. Mein Plus 1 geht heute an Oliver, denn er hat ihm mit Papier ausgeholfen und er hat ihm ermutigt, mit der Feder zu lernen und er fühlt sich deshalb nicht mehr ganz so schlecht. Verständlich. Ich warte noch auf den Moment, wo irgendjemand mal eine Minus 1 verteilt, aber ja. Dafür ist, glaube ich, noch zu wenig passiert. Ja, wir sind noch zu nett zueinander. Ja, also ich mache mal weiter. Ich glaube, dass jetzt gerade vorhin beim Essen stelle ich mir das gut vor, dass ich ein Plus 1 zu Basil geben werde für diese wahrscheinlich anfangs eher schwieriger, aber dann immer interessanter werdendes Gespräch über die Mone des Jupiter und halt dann dieses sich gegenseitig anblicken, so auf ihn gucken, also auf Sammy gucken und dann dieser lustige Moment halt für dieses es gibt mehr als einen Mond. So nach dem Motto. Deswegen, ich glaube, ich würde es Basil verteilen, ein Plus 1. Kann ich auch sehen. Astronomie verbindet. Ja. Über die Galaxien hinaus. Das schreibe ich mir dahinter. Astronomie verbindet. Das war doch das andere mit Astro, das mit den Sternzeichen. Jetzt Astroboy. Nein. Du zuerst? Mach du. Ja, ich bin hin und her gerissen, weil einerseits fand ich es gut, dass er sich interessiert, also der Oliver sich interessiert hat für die Astronomie und auch dieser Moment, der uns jetzt irgendwie mehr verbunden hat, wäre fast ein Plus 1 wert, aber die teilweise sehr, sehr unversierten Aussagen von Sammy könnten vielleicht bei Minus 1 gerecht werden. aber ich glaube, Freundschaft obsiegt. Insofern plus eins. Er hat es auch nämlich geschätzt, dass er quasi in seinem Wissensschatz über die Tiere gesucht hat, um dann eine Lösung für das Problem, um eine Lösung für das System zu Problem zu finden. Mhm. So, auch wenn jetzt Basil ein bisschen widersprochen hat, war das auch eher so wie so inquisitorisch gemeint und nicht liegst falsch. Insofern plus eins für Oliver. Mhm. Ich sehe schon, wir beide streiten uns, wer als erstes ein Minus 1 kassiert. Ja. Ich habe die Planeten gegessen. Ich habe mein Sonnensystem zerstört. Das stimmt, ja, das hätte eigentlich auch, ja, aber. Ich habe bewusst ganz lieb und brav, natürlich. Ich bin doch immer freundlich. Ich hatte Hunger. So. Puh, schwierig. Ich glaube, das Plus bekommt Sammy dafür, dass er den ersten Anpfiff von McGonagall bekommen hat. Und es wahrscheinlich unglaublich lustig war zu sehen, wie er sich mit Federn abmüht. Hm. Ah. Okay, ja. Aber ihr habt ja auch viel Zeit miteinander verbracht. Ja. Das sehe ich aus. Ich sehe es eher daher, weil ihr natürlich im gleichen Haus seid. Wahrscheinlich war es auch dieses sich gegenseitig motivieren. Er übt mit der Feder, ich schreibe den nächsten Satz. Soll ich den Raid ansprechen? Oder ja, mach du mal. Dann darfst du nämlich erklären, dass die jetzt alle zu spät gekommen sind. Ja, hallo. Die Leute von Orkenspalter, die uns gerade raiden mit sag und schreibe 141 Personen. Wow. Leider. So, keine Ahnung, 10, 15 Minuten zu spät, weil wir gerade quasi am Ende bei uns sind. Aber ich glaube, wir freuen uns trotzdem darüber, über so viele Leute. Und
Ich kann ja trotzdem noch mal kurz an der Stelle sagen, was wir überhaupt spielen. Du kannst ja noch mal den Link posten. Genau. Falls jemand da vielleicht das nächste Mal Interesse hat, wir spielen hier ein System, das nennt sich Witchcraft and Wizardry. Das ist quasi auf Basis von Powered by the Apocalypse erstelltes Harry Potter Setting, was wir hier bespielen. Und ja, hier geht's dann am 9.9. in die nächste Folge. Und die Hexenzauberer sind gerade eingeschult und haben ihre erste Klasse heute hinter sich gebracht. Verwandlung, es war schwierig, sagen wir so. Wie McGonagall halt so ist, ne? Ja, genau. Ich finde, ich habe ein wunderbares Dartstreichholz gezaubert. Genau. Es hätte Anerkennung verdient. Es hätte in einem eher Fall und Dart-Duell zum Einsatz kommen müssen. Ja. Ja, und es gab einen ominösen oder vielleicht auch nicht Silberdieb. Mhm. Oder halt auch nicht. Genau. Ja. Und ihr findet das übrigens auch, ich mache gerade ein bisschen Werbung für den Host hier, ihr findet auch die erste Folge, falls ihr euch das mal anhören wollt, von Anfang an. Auf jeden Fall auch auf YouTube, auch mit D-Rex, ne? Genau. Ich glaube, das ist auch verlinkt. Genau, hier schön. Da findet ihr auch die ersten beiden Folgen, die wir schon bespielt haben. Und es war sehr schön. Und ich glaube, um mal einen Kommentar zu zitieren, den ich bekommen habe auf unserem Discord-Kanal. Derjenige fühlte sich wieder wie 12. Und das ist eigentlich auch das, was ich erreichen will. Die Leute eben, die Harry Potter lieben und ihre Kindheit damit verbracht haben, die vor allen Dingen Hörbücher in meinem Fall zu hören, das Ganze wieder in Bildern im Kopf aufleben zu lassen. Also wir freuen uns über jeden Zuschauer und gerne Kommentare da lassen. Genau. Ich glaube, wir waren mit der mit dem genau, End of Session waren wir durch, ne? Genau, richtig. Genau. Wir haben unsere Beziehung verteilt. Und ja, dann darfst du, glaube ich, noch die Abmod machen. Ja, genau. Wir haben es eben schon mal gesagt, aber da jetzt doch deutlich mehr Zuschauer auf einmal da sind, sage ich es gerne noch einmal. Nächste Woche geht's auch hier direkt schon mit dieser Runde weiter. Am 9.9. haben wir unseren nächsten Termin, wo wir dann wahrscheinlich Unterricht haben werden und wir werden wahrscheinlich auch mit Hagrid Tee trinken. Und eventuell verschwundene Nägel suchen. So wirkte es zumindest gerade. Dementsprechend schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und wenn ihr das hier nachschaut auf YouTube, lasst gerne mal einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Denn die gebe ich immer liebend gerne an meine Spieler weiter. Und die freuen sich immer über Kommentare. Und die bringen einen manchmal auch durch eine härtere Woche tatsächlich. Ja. Am 9.9. hier auf dem Kanal, wann sieht man denn den Kakko das nächste Mal? Ja, vermutlich wieder am Wochenende. Am Samstag vermutlich auf meinem Twitch-Kanal, namentlich der einzig wahre Kakko, weil es gibt so miese Leute, die mich imitieren wollen. Da mache ich aber vor allem Tabletop-Content. Rollenspieltechnisch sieht man mich am Sonntag das nächste Mal auf dem Kanal vom Koali. Das O ist wieder in 0 geschrieben. Da spielen wir nämlich DSA, allerdings nicht normales DSA, sondern DSA mit Arcana-Karten. Die Karten aus dem Rollenspiel Engel, umgemünzt auf die DSA-Gottheiten. Genau, da hatten wir auch bisher nur eine richtige Spielsession mit den, mit ein paar Prequels, würde ich mal sagen, mit ein paar Charaktervorstellungen vorher, Session 0. Und da geht jetzt quasi erst gerade so richtig los. Die Charaktere wurden vorgestellt und ich denke, beim nächsten Mal wird es dann so richtig rund gehen. Bin mal sehr gespannt. Da spiele ich meinen Pereine-Novizen Osko. Ja, Arcana-Karten immer sehr interessant. Wenn man eine Gruppe hat, die sich darauf einlässt, ich habe es ja bei Koali auch damals mit Engel gespielt, da kommt viel rum und es macht unglaublich Spaß, in diesem System mit Arcana-Karten auch zu failen, glaube ich. Also ja. Zumindest bei uns war das. Ja, unfassbar. Wir hatten auch direkt in der ersten Session einmal den Namenlosen. Also, ich wollte jetzt gerade im Chat lesen, wann spielt der? Wir spielen am Sonntag um 20 Uhr auf Twitch, auf dem Twitch-Kanal vom Koali.
Das O ist eine 0 da bei Twitch. So geschrieben, genau. Ja. Ja. Glowing Shack, sieht man dich denn da noch demnächst irgendwo? Meines Wissens, wenn unsere Planung jetzt nicht dazwischen pfeift und wir dann doch noch DSA spielen, wahrscheinlich erst wieder am 9. Okay. Sind ein paar Runden ausgefallen, aber ist auch mal gut, da hat man ein bisschen seine Ruhe. Ja. Bisschen Ruhe ist manchmal auch ganz gut, dann kann man auch wieder den kreativen Akku aufladen. Wir hatten jetzt auch eine anstrengende Woche mit 4 Runden, glaube ich, on und off air. Die aber alle sehr cool waren. Die waren alle sehr cool, aber ich freue mich jetzt auch tatsächlich mal 2 Tage durchatmen zu können. Man mag es kaum glauben. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir ja, stimmt. Einen Termin haben wir ja schon gesagt. Wir verabschieden uns dann für heute und freuen uns, wenn nächstes Mal dann möglichst viele von euch auch wieder da sind. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.